Hey, ihr Gesocks und Gesocksten. Wir wollen heute mal wieder mit den rolligen Rollstühlen weitermachen. Zumindest wurde das so gefordert. So. Damit meine zwei treuen Fans das auch mitbekommen. Schnell mal bei Discord reingehauen. Genau, also wir machen heute mit June weiter. Hi Desi, nice to see you. Meine drei treuen Zuschauer in diesem Fall. So, heute leider wieder ohne weibliche Begleitung, aber ich denke, meine Stimme kriegt das irgendwie hin. Schnell noch kurze Vorbereitung treffen. So. Ich denke, dann können wir uns für 2, 3 Stunden gemütlich entspanntes Streamen vorbereiten. So. Am nächsten Tag gehe ich nach dem Unterricht direkt zum Schülerratszimmer, um mit Shizune zu reden. Auch wenn sie im Unterricht ist, sie in der Tür oder im Flur abzufangen und mit ihr eine Unterhaltung zu haben, könnte ein wenig hinderlich sein. Darum ist es besser, sich mit ihr im Schülerratszimmer zu treffen. Beim Weg dorthin lasse ich mir Zeit und besorge mir noch einen Saft vom Verkaufsautomaten. Dazu gehe ich in meinem Kopf noch einmal alles durch, was ich ihr sagen will. Es ist nichts allzu Wichtiges, nur ein paar Fragen über die anstehenden Events. Als ich dort ankomme, ist die Tür unverschlossen. Ich muss auch mal kurz nachgucken, ob die Optionen. Oh, das wäre ja beinahe. Pikant geworden, auch wenn es in der Route, die wir jetzt eingeschlagen haben. Was ist los, Desi? Desi, what up? Serious Slowness hier, hä? Als ich dort ankomme, ist die Tür unverschlossen. Fast würde ich denken, dass der Raum leer ist, wenn ich nicht Shizunos abgelegte Tasche auf ihrem Tisch sehen könnte und dahinter lugt ihr Kopf hervor. Es sieht aus, als hätte sie sich eine kleine Festung gebaut. Shizune winkt mir von hinter ihrer Tasche zu, bevor sie mit einem Finger aufhebt und aus dem Weg räumt. Doch danach fixiert sie wieder eine Checkliste, als würde sie den Sinn des Lebens in sich tragen und tippt dabei mit ihrem Stift auf den Tisch. Was brauchst du? Ich wollte sehen, ob ich bei irgendwas behilflich sein kann. Zum Beispiel das ganze Zeug da. Was ist das? Ich deute auf die mittelgroßen Ordnerstapel neben ihr, doch sie winkt abweisend mit ihrer Hand. Ich krieg das schon allein hin. Was ist mit den Wahlen? Außerdem, wo ist Misha? Sie gehen voran und Misha habe ich gesagt, dass ich mich allein um alles kümmern werde. Wieso? Shizune dreht langsam einen Stift in ihrer Hand und führt ihn durch jeden ihrer Finger wie eine Nadel durch einen Stofffetzen. Einfach so. Wirklich? Einfach so. Zur Verdeutlichung gebärdet sie es noch einmal, um den Eindruck zu ersticken, dass sich dahinter noch mehr verbergen könnte. Doch genau das tut es, da sie sich definitiv nicht normal verhält. Warum bestrafst du mich auf einmal mit Schweigen? Ist das Erste, was mir dazu einfällt, auch wenn das gerade kaum die Zeit für Humor ist. Es beschreibt, wie ich mich fühle. Wir können nicht normal miteinander kommunizieren. Darum schätze ich die paar Wege, die uns zur Verfügung stehen. So ausgeschlossen zu werden, tut weh. Es ist offensichtlich, dass es heute ziemlich unmöglich sein wird, mit Shizune zu reden, welche Gründe sie auch immer dafür hat. Über ihre Sturheit hinaus scheint sie noch deprimierter zu sein. Doch so wie unsere Unterhaltung bereits verläuft, sehe ich mich nicht in der Lage herauszufinden, weswegen sie deprimiert ist. Irgendwie macht mich das nur noch neugieriger. Und das bedeutet, dass ich Misha fragen muss. Das Problem ist nur, dass ich nicht wirklich weiß, wo Misha in ihrer Freizeit hingeht. Nachdem ich viel mehr Leute gefragt habe, ob sie ein Mädchen mit hellen pinken Haaren bemerkt haben, als nötig sein sollte, und viel mehr negative Antworten als erwartet bekommen habe, finde ich endlich ein Pärchen, das sie gesehen hat. Als ich die Cafeteria erreiche, wo Misha anscheinend die ganze Zeit über gewesen ist, habe ich die Schule bereits zweimal durchkämmt und bin daher sehr erschöpft. Mir fällt auf, dass ich vorher schon an ihr vorbeigelaufen bin, aber sie nur nicht hinter einer Säule gesehen habe. Warum findest du mich immer eher als ich dich?
Du hast nach mir gesucht, Hichan? Wer weiß, ich glaube, das ist einfach Zufall. Weißt du, das Prinzip von Zufällen besteht daran, dass sie nicht konsistent sind. Hast du gerade ein besonders spätes Mittagessen? Ich bin in der Mittagspause nicht zum Essen gekommen, also ja, aber ich esse nicht allzu viel. So kann ich noch Abendessen essen. Wolltest du mit mir über etwas reden, Hichan? Ich verschwende keine Zeit. Yep, der Grund, warum ich hier bin... Hast du bemerkt, dass Shizune heute etwas launisch gewesen ist? Das gleiche wollte ich dich fragen, Hichan. Naja, außer dass sie schon seit ein paar Tagen so gewesen ist. Verstehe. Hichan, glaubst du, es ist etwas... Es geht schon los. Hichan, glaubst du, es ist wegen etwas, was ich getan habe? Glaubst du, ich habe Shichan wütend gemacht, so wie letztes Mal? Nein. Jedenfalls scheint sie mehr auf mich wütend zu sein. Das ist keine Lüge. Wirklich nicht. Leider laufen meine Versuche, sie davon zu überzeugen, nicht allzu gut. Auf ihre eigene Art ist Misha ebenfalls ziemlich dickköpfig. Letztendlich gehe ich einfach zurück auf mein Zimmer. Die letzten paar Tage waren nichts als eine Reihe von frustrierenden Erfahrungen. Sie haben mich ausgelaugt. Bin so müde, dass ich mich für ein Nickerchen entscheide und hoffe, dass mir im Schlaf vielleicht etwas einfällt. Dann schlafen wir mal eine Runde darüber. Als ich aufwache, fühle ich mich erholter, habe aber immer noch keine Klarheit. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass es draußen dunkel ist. Ich öffne das Fenster ein wenig und mir fällt auf, dass das Wetter immer noch ziemlich angenehm ist. Nachdem ich meine Pillen für die Nacht eingenommen habe, mache ich einen kleinen Spaziergang zu den Verkaufsautomaten. Alles, was ich normalerweise kaufen würde, ist ausverkauft, darum drücke ich mit einer Hand wahllos auf die Knöpfe, bis etwas herauskommt. Die Lichter im Hauptgebäude sind aus, auch die im Schülerratszimmer. Nur eine beiläufige Beobachtung. Ja, einen Moment. Da nicht, dort nicht. Auch nicht. Twitch. Twitch, nicht Twitch. Wen hätten wir denn noch? Nein. So. Okay. Also, die Lichter im Hauptgebäude sind aus. Auch die im Schülerratszimmer. Nur eine beiläufige Beobachtung. Während ich selbst in Gedanken versunken bin, höre ich hinter mir ein Rascheln. So eine Szene kenne ich schon aus Filmen. Da ist dieses Geräusch äußerst unheilvoll. Besonders bei Nacht. Glücklicherweise ist es nur Kenji, der ungewohnt gut gelaunt aus den Büschen schlendert. Was hat Kenji in den Büschen gemacht? Hey! Was zur Hölle? Lauerst du öfters Leuten bei Nacht auf und sagst beiläufig hey? Nein, das wäre sonderbar. Ich wusste, dass du es warst. Ich kann im Dunkeln extrem gut sehen. Vielleicht, weil ich ein Übermensch... Was? Okay. Was machst du dann hier? Ich könnte dich das gleiche fragen. Was machst du hier?
Überlege, ob ich ihm einfach die Wahrheit sage, doch entscheide mich schnell dagegen. Das zu erklären würde zu lange dauern. Den Mond anheulen. Das mache ich manchmal auch. Allerdings ist der Mond heute nicht zu sehen. Thüringen kaum, da ich noch etwas gereizt bin, weil er meinen nächtlichen Spaziergang unterbrochen hat. Ich habe Shizune nach Strich und Faden belogen, als ich sagte, dass alles in Ordnung sei. Oder um genauer zu sein, als ich es gebärdete. Und zu exakt selben Zeit habe ich mit Misha eine komplett andere Unterhaltung geführt. Diese Unterhaltung könnte Shizune wütend machen, verständlicherweise. Aber es ist unmöglich, dass sie davon erfahren konnte. Sogar Mishas Hände, die normalerweise all ihre Gedanken gebärden, waren komplett still. Auch wenn sie es nicht gewesen wäre, stand ich direkt vor ihr, sodass Shizune sie nicht sehen konnte. Der einzige Weg, mit dem Shizune unsere Unterhaltung hätte zuhören können, wäre Lippenlesen. So ziemlich das erste, nachdem ich zum Anfang meines Zeichensprachkurses gefragt habe, war Lippenlesen. Rein aus Neugier. Es ist weder einfach noch perfekt. Darum habe ich die Möglichkeit bis jetzt nie in Betracht gezogen. Es würde Sinn ergeben, und der Raum für Missverständnisse beim Lippenlesen würde es nicht besser machen. Also habe ich begriffen, dass ich den Mantel der Dunkelheit nutzen kann, um Milch zu kaufen. Normalerweise gehe ich nur raus, wenn es regnet oder ich mich mit einem Meer aus Fahrradfahrern oder Touristen verbergen kann. So wie jetzt geht das viel einfacher. Allerdings gebe ich nur zu viel Geld für Milch aus. Du wirkst irgendwie trübselig oder neben der Spur oder so. Denk nicht zu viel nach, ein Mann muss Taten sprechen lassen. Du kannst den ganzen Tag über Zeugs nachdenken, aber die Situation zu ändern, indem man etwas tut, ist der beste Weg. Ich tue die ganze Zeit Dinge, ohne darüber nachzudenken. Darum nannten sie mich in der Mittelschule, verursacht viele Probleme. Ich dachte, das wäre cool. Klingt wie ein Indianername. Ich hab da nicht wirklich Lust zu. Hast du einen schlechten Tag? Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade irgendwie abgelenkt. So abgelenkt, dass ich bis zu seinem Verschwinden nicht begreife, dass sein Rat eigentlich ein sehr guter war. Ich denke, Shizune hätte mir denselben Vorschlag gemacht, doch inzwischen ist es zu spät, um ihn freundlich zu danken. Und dazu habe ich noch in dem unhöflichsten Ton überhaupt geantwortet. Ich komme mir einfach vor wie ein Esel. Zurückblickend habe ich diese letzten paar Tage jeden meiner Schritte bereut. Das Schlimmste daran ist, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, mich über sie aufzuregen und dabei aus ihnen zu lernen. Das führte lediglich zu mehr Bedauern. Während ich mich am nächsten Morgen anziehe, höre ich ein Klopfen an der Tür. Zügig ziehe ich mir den Rest meiner Sachen an und öffne sie, ohne wirklich darüber nachzudenken, wer dahinter stehen könnte. Es ist Shizune. Misha hat mir gesagt, dass du nach mir gesucht hast. Es verletzt mich etwas, dass ich nicht einmal einen guten Morgen bekomme, aber das ist keine allzu große Sache. Ja, kriege ich auch sehr, sehr selten. Ja, habe ich. Aber du hast mich gestern doch gefunden. Shizunes Finger fahren an dem Riss in der Wand entlang. Es scheint, als versucht sie ihr Bestes, um distanziert zu wirken. Nun, ich habe es dir nicht einfach gemacht, nicht wahr? Schon okay. Darum bin ich hier. Heute können wir reden. Auch wenn ich irgendwie woanders hingehen will. Was ist mit Unterricht? Keine Sorge, keine Sorge. Wie wäre es, wenn wir einen Spaziergang um die Schule machen? Alles außer dem Hauptgebäude wird menschenleer sein. Die Glocke zur ersten Stunde sollte genau jetzt klingeln. Ich werfe einen kurzen Blick auf meine Uhr und sehe, dass sie recht hat. Okay. Stimmt etwas nicht? Warum denkst du, dass etwas nicht stimmt? Weil du offensichtlich verärgert bist. Ich sehe es einfach. Darüber wollte ich mit dir reden. Die Sonne knackt kurz mit ihren Knöcheln, während ich gebärde. Anscheinend bin ich leichter zu durchschauen, als ich gedacht hatte. Ich habe so gut wie möglich versucht, es zu verbergen. Kannst du erraten, was ich jetzt gerade denke? Ich antworte nicht, und Shizune geht langsam Richtung Tür. Wahrscheinlich, um mir zu sagen, dass ich ihr folgen soll. Ihre Hände sind hinter ihrem Rücken gefaltet und sie streckt sie nach hinten, als würde sie jeden Augenblick rückwärts umkippen.
Draußen sehe ich, dass Shizune recht hat. Die Schule ist vollkommen verlassen. Auch wenn es nicht das erste Mal ist, dass ich die Schule so sehe, ist es irgendwie unheimlich. Shizune tut fast so, als wäre sie ich nicht da. Sie durchstöbert einen Verkaufsautomaten und nimmt einen umständlichen, gewundenen Weg, bis wir hinter dem Hauptgebäude ankommen. Schließlich lehnt sie sich gegen eine Wand und sieht mich an, aber es ist, als hätte ich vergessen, wie man eine Unterhaltung beginnt. Es gibt ein Sprichwort. Man weiß nicht, wie sehr man es vermasselt hat, bis man es vermasselt. Von wem ist das? Ich denke, von mir. Nachdem sie ihren Gedankengang noch einmal überdenkt, winkt sie frustriert ab. Okay, ich formuliere es anders. Als ich jünger war, mussten wir in der Schule Poster für den Umwelttag machen. Es gab ein anderes Mädchen in meiner Klasse, das von allen für die beste Künstlerin gehalten wurde. Es war nicht so, dass sie besser als alle anderen zeichnen konnte. Sie konnte nur so unglaublich viel in ein einzelnes Bild stecken. Ich wollte besser sein als sie. Darum habe ich unzählige Poster gemacht, bis ich letztendlich mein Bestes hinbekam. Musste die Beste sein, aber das beste Poster haben. Am Ende mochten alle mein Poster am meisten. Sogar der Lehrer. Eine Woche später war es bedeutungslos. Ich habe es in den Müll geworfen. Ich glaube, ich habe dir so etwas schon mal erzählt. Ja. Wenn ich mich fühle, als hätte ich etwas abgeschlossen, wünschte ich, ich könnte einfach einen Tisch machen. Ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich habe Misha eine Menge durchmachen lassen. Und dich habe ich auch mit reingezogen. Und jeder Moment, an dem ich diese dämliche Situation hätte lösen oder sogar ganz verhindern können, verfolgt mich. Das ist das schlimmste Gefühl. Besonders wenn es mir so vorkommt, als hätte ich nichts richtig und alles falsch gemacht. So wie vor kurzem. Es ist die schlimmste aller Niederlagen. Ich fühle mich auf ganzer Linie wie eine Versagerin. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen, was ich bisher getan habe, und einfach allein sein. Ich habe 2 Jahre lang mit Mishas Gefühlen gespielt und dich 1 Jahr lang aus egoistischen Gründen an der Nase herumgeführt. Es ist in Ordnung. Nein, ist es nicht. Du verstehst nicht. Ich habe gerade darüber nachgedacht. All meine Taten fühlen sich so an, als müsste ich jemand anderen besiegen. Oder sogar alle anderen. Wenn das so ist, was habe ich dann für eine Beziehung zu anderen Menschen? Fühlen sich fast genauso an. Ich kann sehen, worauf das hinausläuft. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich durch meinen Egoismus sehr viele Leute verletzt habe. Und nun will ich für eine Weile ein wenig Distanz zu anderen Leuten haben. Sogar zu mir? Sie hält inne. Ja. Nach einer noch längeren Pause ergreife ich noch einmal das Wort. Verstehe. Ups, sorry. Verstehe. Das ist das Egoistischste, was du tun konntest. Du triffst wieder einmal ganz alleine eine Entscheidung. Für eine Minute sieht es so aus, als würde sie über die bestmögliche Antwort nachdenken. Aber am Ende nickt sie einfach. Ich denke, das ist auch die bestmögliche Antwort. Es passt zu gut zu ihr, sogar jetzt noch umständlich zu antworten, aber endlich ohne Ausreden. All meine Emotionen brodeln in mir. Ich sehe einen mit brodelndem Wasser gefüllten Kessel vor mir. Er ist so nah, dass ich ihn berühren kann, und ich spüre die Hitze, die von ihm ausstrahlt. Ich freue mich über diese Ablenkung, da ich weiß, dass kein Einspruch und keine Verhandlung möglich sind. Du hast mir gesagt, dass alles in Ordnung ist, aber das stimmt nicht, nicht wahr? Wenn es so war, dann kann ich dir nie wieder glauben. In Ordnung. Ich kümmere mich nicht einmal darum, es zu gebärden, und stehe auf. Meine Hände sind in meine Hosentaschen und spielen mit etwas Kleingeld. Ich spüre die kalte Morgenluft auf meinem Gesicht. Als ich mich zu ihr umdrehe, sieht sie sehr einsam aus. Es erinnert mich an mich selbst. Diesen Gesichtsausdruck hatte früher ich. Vielleicht trage ich ihn gerade selbst. Es kommt mir vor, als würde das Bild eines so einsamen Mädchens für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Jeder Moment, in dem ich das Problem hätte lösen oder sogar ganz verhindern können, verfolgt mich. Ein freudloses Lächeln ziert mein Gesicht. Das ist das Bad Ending? Bin gerade nicht sicher.
Weiß ich gar nicht. Neutral war. Das finden wir dir. Ach ja, es gab ja nur Good oder Bad Ending. Ah. Dann. Ja. Dann machen wir gleich mit dem Good Ending weiter. Aber zuerst ehren wir die Macher. Ich glaube, Shizunes Bad Ending ist eines der softeren. Es gibt bei weitem schlimmere. So, wir laden die Sprachlos-Szene, genau. So, und anstatt dass wir Misha jetzt trösten, lehnen wir die Sache ab. Wir wollen nicht mit Misha schlafen, das haben wir schon getan. So. Also die Sache ablehnen. Bevor ich antworten kann, drückt sie sich mit ihrem ganzen Körpergewicht an mich und bringt mich so sehr aus dem Gleichgewicht, dass wir beide aufs Bett fallen. Wenn ich nicht schnell antworte, wird die Situation nur noch heikler. Ich weiß, dass ich es auch schon viel zu weit habe gehen lassen. Also schubse ich sie von mir, auch wenn das nicht der taktvollste Weg ist, sie zurückzuweisen. Misha fällt rückwärts auf das Bettlaken, so sanft, als ob sie überhaupt nicht gefallen wäre. Mit geschlossenen Augen bleibt sie so eine Weile liegen, bevor sie mit einem hohlen Lachen aufsteht. Du hast recht, Hichan. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ein wenig Bedauern, auch wenn ich Bedauern eigentlich hasse. Traurig, aus vielerlei Gründen. Und auch ein bisschen wütend. Auf sie und auf mich. Irgendwie scheint es sogar, als ob ich überhaupt nichts fühle. Das muss es nicht. Nein, Hichan, ist okay. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber nur danach zu fragen hat mir gereicht, glaube ich. Ich bin glücklicher, dass du Nein gesagt hast. Stimmt das? Naja, das ist gut. Yep, tut es. Danke, Hichan. Sie setzt sich auf und lehnt sich gegen die Wand. Zumindest vermute ich das. Mein Kopf schmerzt so sehr, dass ich meine Augen lieber geschlossen halte. Ich liege auf meinem Bett und lausche dem Rascheln meiner Haare auf dem Bettlaken und dem draußen im Wind wiegenden Gras. Ich sollte wohl mehr sagen, um sie zu beruhigen, aber ich frage mich, ob das wirklich helfen würde. Vielleicht wäre es besser, nichts zu sagen. Ich weiß es einfach nicht. Allerdings glaube ich, dass es für diese Situation keine richtige Lösung gibt. Gute Nacht, Hichan. Daraufhin geht sie und lässt die Tür hinter sich wie ein schuldiges Flüstern zuschnappen. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Tag schnell hinter mich bringen will, aber nachdem Misha weg ist, fällt mir das Einschlafen viel leichter. Es gelingt mir fast augenblicklich. Am Morgen darauf wache ich mit dem Gedanken auf, dass ich die meiste Zeit damit verbringen werde, Shizune und Misha aus dem Weg zu gehen. Was gestern Abend passiert ist, macht mich immer noch unbehaglich. Ich dachte, eine Nacht darüber zu schlafen würde dieses Gefühl lindern. Ich komme mir wie ein Idiot vor, weil ich dachte, es wäre so einfach. Ich frage mich, ob Misha sich genauso fühlt. Falls ja, wird sie heute wahrscheinlich nicht zur Schule kommen. Ich habe dasselbe in Betracht gezogen, aber es wäre ziemlich verdächtig. Mich den ganzen Tag vor Angst drin zu verkriechen, begeistert mich nicht. Hat es nie wirklich. Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt. Skip-Modus? Jo, aber da geht's schon wieder weiter. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, Shizune und Misha zusammenzusehen, dass ich bis gestern nicht begriffen hatte, wie selten das in letzter Zeit der Fall war. Es ist schade, denn der leere Platz neben mir erinnert mich daran, dass sie ein Paar sind. Darum ist gestern etwas, das ich mit mir ins Grab nehmen werde. Wenn ich so empfinde, frage ich mich, wie Misha sich fühlen muss. War so reuevoll, als sie zu mir kam.
war sie vor allem mehr deprimiert als sexy. Ich kann mir nur vorstellen, wie viel schlimmer es jetzt sein muss. Wenn ich so darüber nachdenke, will ich sie wiedersehen. Wenn auch nur halbherzig. Die andere Hälfte von mir ist immer noch entsetzt, obwohl ich es hasse, dieses Wort zu benutzen. Ich schäme mich dafür, aber ich bin mir sicher, dass es gerade die einzige passende Beschreibung für mich ist. Nicht in der Stimmung, den Rest des Tages im Unterricht zu verbringen, aber nicht gewillt, zurück zum Wohnheim zu gehen, verbringe ich die nächsten paar Stunden in der Bibliothek. Während ich träge durch die Seiten eines uninteressanten Geschichtsromans blättere, lässt sich Shizune schmollend auf dem Stuhl mir gegenüberfallen. Ich glaube, es ist irgendwie sinnlos, zur Schule zu kommen und dann jeden Unterricht zu schwänzen. Ist das wieder skippbar? Skippbar! Ja, ist es. Gut, das war die Misha-Szene auf dem Dach, die Hintergrundgeschichte zwischen ihr und Shizune und da ist wieder was. Misha presst sich stärker gegen den Zaun in ihrem Rücken, als hoffte sie, hindurchschlüpfen zu können. Ohne wirklich darüber nachzudenken, greife ich ihre Hand. Meine Reflexe sind furchtbar und ich wische nur ein paar ihrer Finger, aber es ist unwichtig. Sorry, du hast nur gerade etwas ziemlich Seltsames gesagt. Ja, ich schätze, das habe ich jetzt schon. Ja. Willst du wissen, was ich denke? Shizune ist die Art von Mensch, die niemanden an sich heranlässt. Es sei denn zu ihren eigenen Bedingungen. Es ist frustrierend. Manchmal treibt es mich sogar zur Weißglut. Das hätte mich wahrscheinlich nicht gestört, als ich im Krankenhaus war und jeder, der mich ausgeschlossen hat, für mich gestorben war. Ich hatte das alles bis vor kurzem vergessen. Ich habe einen Brief bekommen, in dem es genau darum ging. Ich war wütend. Ich dachte, wie kannst du mir unterstellen, dass ich mich von allen abgrenze und aufgebe? Haben das nicht alle mit mir getan? Was sollte ich denn sonst tun? Was kann ich tun? Ja, sogar jetzt weiß ich, dass es so war. Aber sie hatte auch recht. Ich habe mich abgegrenzt. Darum habe ich beschlossen, das nie wieder geschehen zu lassen. Im Krankenhaus? Hichan, waren dafür die ganzen Tabletten? Hör einfach zu, bitte. Shizune ist das Gegenteil meines früheren Ichs. Sie wollte Leute immer näher an sich ziehen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Shizune überhaupt an mir interessiert war. Und ich glaube, ich war irgendwie entschlossen, das nicht passieren zu lassen. Misha versteht mich voll und ganz und senkt ihren Blick. Ich habe nie bemerkt, wie schwierig das sein kann. Und jetzt will ich diesen Gefallen zurückzahlen, auch wenn es doppelt so lange dauert. Ich habe bereits eine zweite Sprache gelernt, nur um so weit zu kommen. Es war nicht so schwierig wie erwartet, aber schwierig war es auf jeden Fall. Manchmal fühlte es sich an, als würde ich einen Berg besteigen. So sehr haben meine Hände wehgetan. Und du hast dasselbe getan. Aus dem gleichen Grund, oder nicht? Das ist wirklich erstaunlich. Darum macht es mich traurig und etwas wütend, dass du so etwas Dummes sagen würdest. Jedenfalls ist das meine Meinung. Ihre Schultern erschlaffen. Dann rutscht sie fast bis auf den Boden, als ob sie ihre gesamte Kraft aufgebraucht hätte. Du bist so dramatisch, Hichan, sagt sie, während sie wegsieht und ihren Kopf fast so weit dreht, als ob sie auf das Schulgelände sehen wollte. Aber dafür ist es nicht weit genug. Die Tür hinter uns öffnet sich. Das Geräusch kaum hörbar bei dem Wind hier oben. Ich habe euch zwei schon überall gesucht. Ist das ja ein Geheimtreffen? Sie kommt zu uns, lehnt sich neben Misha gegen den Zaun, als ob sie innehalten und zu Atem kommen müsste, bevor sie sich wieder davon abstößt und fortfährt. Es ist langweilig, jeden Tag im Schülerratsraum zu sitzen, ohne dass einer von euch je vorbeikommt. Sich eine Auszeit zu nehmen ist in Ordnung, aber das ist einfach zu viel. Normalerweise würden Misha und ich uns um diesen Moment scherzhafte Ausreden für uns ausdenken, aber diesmal herrscht nur Stille. Shizune, die wie sonst auch Widerstand erwartet, wird durch diese Stille aus dem Konzept gebracht. Einige Sekunden vergehen in unbehaglicher Stille, die Shizune mit ihren ohrenbetäubenden Fingerschnipp unterbricht. Sie lächelt, als würde sie Heurika sagen. Lasst uns etwas zusammen unternehmen. Und was? Irgendwas. Wir sollten zuerst zurück zum Schülerratsraum und uns dann dort etwas überlegen. Das klingt wie ein Trick, um uns zum Arbeiten zu kriegen. Sehr witzig.
Misha lacht und schafft es, ein gezügeltes Wahaha von sich zu geben. Dass Shizune es nicht sehen kann, gibt mir ein besseres Gefühl. Es bedeutet, dass es nicht nur für Shizune bestimmt war. Ich dachte daran, dass ihr beide mir eigentlich doch bei etwas helfen könntet. Was gab es noch? Wir können nicht auswärts essen gehen. Wir haben gestern schon bestellt. Und das hat bereits meinen Grundsatz widersprochen. 3 Tage hintereinander wäre unverzeihlich. Aber das war eine Hausbestellung, Shichan. Essen gehen ist was anderes. Ja, total anders. Ihr beide veralbert euch selbst. Bevor ich antworten kann, greift Shizune nach meiner Hand und hält mich davon ab. Meine Möglichkeiten reduzieren sich so drastisch, dass ich keine Wahl habe, außer ihr eine Grimasse zu schneiden. Sie tut das Gleiche, bevor sie ihre Hand auch zu Misha ausstreckt. Als Misha zögert, laufe ich so weit nach vorne, wie Shizunes Handgriff es mir erlaubt, und ergreife ihre Hand selbst. Ihr bleibt nur eine Sekunde zum Lächeln, bevor Shizune anfängt, uns ungeduldig in Richtung Tür zu ziehen, was uns wie eine menschliche Kette verbindet. Obwohl es gefährlich ist, scheint keiner von uns ans Loslassen zu denken, während wir durch die Schule aus dem Haupteingang und über das Schulgelände laufen. Wer ist das im Hintergrund? What? Ist mir noch nie aufgefallen. Was? Spannend, solche Leute auf dem Schulgelände zu sehen. Es kommt mir vertraut vor, als ob wir schon einmal so gelaufen sind. Wir drei, Hand in Hand. Natürlich war die Stimmung damals weitaus glücklicher. Ich kann die zurückbleibende Traurigkeit auf ihren Gesichtern sehen und frage mich, ob sich irgendetwas wirklich verändert hat. Ob das alles nur eine Ablenkung ist oder nicht. Aber ich glaube, ich bin einfach nur wieder zynisch. Es ist ein Anfang. Damit sind wir wieder im 4. Akt angekommen. My other self. Beziehungsweise auf Deutsch an mein anderes Ich. Hätte ich zwar auch so übersetzen können, aber ich wollte jetzt auf das geschriebene Wort warten. Dadurch können wir wieder eine Weile skippen. Und zwar ist das nämlich bis jetzt relativ alles das gleiche. Deswegen skippe ich das einfach mal, bis wir wieder in die eigentliche, ins eigentliche Good Ending reinschlittern. Jigoro. Ja, da haben Hideaki und Jigoro die Yamaku besucht, um mit Shizune über den Urlaub zu reden. Wir sollten gleich bei der Good Ending, beim Good Ending Split angekommen sein. Jetzt sprechen wir nochmal mit Misha über alles, dass sie doch bitte auch ein bisschen Erbarmen mit Shizune haben soll. Und jetzt sind wir wieder da. Ich sehe Misha in den nächsten Tagen seltener. Aber ich mache mir keine Sorgen, denn wenn ich sie sehe, sieht sie jedes Mal ein bisschen mehr nach ihrem alten Ich aus. Sobald es klar genug ist, dass ich keine Angst haben muss, dass mein Wunschdenken meine Sinne trübt, fange ich an, wieder gelassener zu werden. Am Sonntag wache ich sehr früh und mit einem schummrigen Gefühl auf. Letzte Nacht bin ich wohl auch zu früh schlafen gegangen. Mit meinen Vorhängen stimmt auch etwas nicht. Sie wollen nicht komplett zugehen. Deswegen kann ich nicht einmal versuchen, wieder einzuschlafen. Jedes Mal blendet mich die Sonne. Bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich deshalb heute Morgen so früh aufgewacht bin. Sich so schlecht und müde zu fühlen, ist die perfekte Welle der Frustration. Daher bin ich fast froh, als jemand an meiner Tür klopft. Scheiße. Hasse dich, Kenji. Wieso bist du wieder da? Es ist ein vertrauter Besucher, der einen fast vollständig gegessenen Apfel in seiner Hand hält. Er beißt ein letztes Mal ab, versucht ihn in meinen Mülleimer zu werfen und verfehlt ihn total. Der Apfel zerplatzt 2 Meter zu hoch an der Wand. What? Kenji! Fairerweise muss ich sagen, dass die meisten Stückchen danach doch noch in den Mülleimer fallen.
Aber ich bin ziemlich sicher, dass niemand so dreist ist, dass er mit Absicht darauf abzielen würde. Perfekter Wurf! Es geht, Mitbewohner! Ich bin nicht dein Mitbewohner. Wir wohnen nicht im selben Zimmer. Das ist unwichtig! Ist es nicht. Du solltest wenigstens den Unterschied zwischen im selben Gebäude und im selben Zimmer wohnen kennen. Ich muss dein Zimmer benutzen. Wofür? Ich hab's vergeigt. Ich hätte auf keinen Fall sagen sollen. Der Schülerrat bringt mir nach wie vor meine Post, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass sie sie in mein Schließfach oder so legen sollen. Aber sie schieben sie immer noch unter meiner Tür durch, ohne dass ich es bemerke. Darum lege ich mich heute auf die Lauer, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Wie ein Detektiv oder ein Safari-Jäger. Ich muss für heute Abend in deinem Zimmer abhängen und durch das kleine Kuckloch schauen. Oder ich werde sie nicht auf frischer Tat ertappen. Und morgen vielleicht auch. Es wird super. Wir bestellen uns Pizza. An beiden Tagen. Oder sollten wir nur einen Tag Pizza bestellen und am anderen etwas anderes? Nur was? Und welcher Tag ist der Pizzatag? Pizzatag! Moment. Ich habe eine Message. Genau. Und welcher Tag ist der Pizzatag? Heute nicht. Nie. Du weißt, ich bin im Schülerrat. Warum hast du mich nicht einfach danach gefragt? Wenn er es hätte, hätte ich es sehr leicht herausfinden können und müsste Kenji nicht in mein Zimmer lassen. Es wäre eine Win-Win-Situation. Nur, dass er mir auf diese Weise wohl keine Pizza abluchsen könnte. Wahrscheinlich war das genau Kenjis Absicht. Aber nein. Ich bezweifle es. Unmöglich, dass er so etwas Ausgeklügeltes planen könnte. Du weißt es? Wann sie die Post zustellen? Naja, nein. Üblicherweise geben sie mir meine Post einfach, wenn ich zum Schülerrat gehe. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich es herausfinden könnte, wenn ich sie danach frage. Dann wüsste ich es und könnte es dir sagen. So findet man etwas heraus. Man fragt. Ich töte Menschen. Oh ja. Darauf fällt dir keine Antwort ein, was? Schachmatt! Benutzt dein eigenes Kuckloch. Was, wenn sie mich sehen? Wenn sie nicht. So funktionieren Kucklöcher. Sie sind wie Einwegspiegel. Im Ernst? Naja. Niemals. Sie werden sowieso erwarten, dass ich in meinem Zimmer bin. Sie werden meine Anwesenheit spüren und wissen, dass ich da bin. Sie würden niemals erwarten, dass ich im Zimmer gegenüber bin. Ich werde zum Schülerratzimmer gehen und dir deine Post holen. Jetzt gleich. Dann kann ich dich wohl nicht gehen lassen. Das ist bescheuert. Was, wenn ich mal aufs Klo muss? Deine Spielchen funktionieren bei mir nicht. Ich setze mich an meinem Schreibtisch und fange mit meinen Hausaufgaben für das Wochenende an. Weißt du, irgendwann wirst du auch rausgehen müssen. Da kannst du nicht ewig hier bleiben oder mich für immer hier festhalten. Ich meine, vor allem ist das mein Zimmer. Ja, das glaube ich auch. Um wie viel Uhr kommt normalerweise die Post? Jetzt. Warum sind Frauen so langsam? Warum scherst du dich überhaupt so sehr um die Post? Erwartest du etwas? Ich erwarte immer etwas. Heute allerdings nicht. Willst du, dass sie etwas verschicken? Benutzt du die Post überhaupt? Auf keinen Fall. So kriegen sie dich doch. Ich habe keine Post mehr verschickt, seit ich 8 war. Da habe ich einen Brief an Lego geschickt und sie gebeten, Dragon Ball Legos zu machen. Sie antworteten, dass sie die Rechte dafür nicht bekämen und gaben mir ein paar Gutscheine. Das war es absolut wert. Aber danach habe ich sichergestellt, dass ich unterm Radar bleibe. Du verschickst keine Post, oder? Oder? Ich habe letzte Woche meinen Eltern geschrieben. Aber so kriegen sie dich doch! Stimmt, ich hätte es wissen müssen. Vielleicht haben sie mir deswegen am nächsten Tag diesen Mikrochip eingepflanzt. Ah! Also, waren die Gerüchte wahr? Ich würde gern wissen, aus welcher Gerüchteküche er die hat. Ich mach nur Spaß. Das war ein Witz. Ein Witz? Verdammt! Du würdest mit mir scherzen? Ich schätze, so fühlt es sich an. Verarscht zu werden.
Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Das ist ein ernsthaftes Problem. Mann, ich denke, du kannst die Tiefen meines Dilemmas nicht verstehen. Es ist eine Aufführung in vielen Akten. Komplizierte Akte mit vielen Akteuren. Es ist wirklich schwierig, okay? Nachdem ich fertig bin, werde ich zur Feier einen ganzen Fisch essen. Ah, scheiße. Eigentlich wollte ich Pizza bestellen. Will ich immer noch. Kann ich Fische auf der Pizza haben? Machen die das mittlerweile? Du wirst sie bezahlen. Du hast mir mein Geld immer noch nicht zurückgegeben. Und außerdem habe ich gerade eh keinen Hunger. Nicht in der Stimmung für Pizza? Das ist schlichtweg unmöglich, Jungchen. Trotzdem muss es Pizza sein. Ich bin in dieser Pizza-Phase meines Lebens. Vorher war ich in einer Eiscreme-Phase. Aber meine Freundin hat mir immer den Erdbeerteil von meinem Fürst-Pückler-Eis weggegessen. Nein! Das ist grausam. Das geht zu weit. Das geht absolut zu weit. Die Hälfte der Zeit ist es schwierig zu sagen, ob er es ernst meint. Ich kann seinen Gesichtsausdruck nur sehen, wenn er nicht gerade seine Nase an die Tür presst. Das bezweifle ich. Hey, du weißt, dass ich eine Freundin habe, oder? Und zwar nicht Iwanako, sondern die Schülerratspräsidentin. Schnee von gestern. Was? Ernsthaft? Ich habe meine Quellen. Wie auch immer. Dann dämmerte es mir, dass ich von all dem Eis dick geworden bin. Ist mein böses Erwachen. Als ob man in einem Strand schläft und von einer Welle getroffen wird, die deine Sandburg zerstört. Bäm! Ich fing mit Joggen an. Musste die Kilos loswerden. Aber vielleicht bin ich in Wirklichkeit vor mir selbst weggelaufen. Ein plötzliches und andauerndes Klopfen lässt ihn weit genug rückwärts springen, um gegen die Wand hinter ihm zu knallen. Ich nutze die Gelegenheit, um die Tür zu öffnen. Guten Morgen. Wie geht es dir? Ich hab gehört, dass sie nicht umgeladen. Kenji, fick dich. Ich hab gehört, dass sie nicht ungeladen eintreten können, wenn du Salz vor die Eingangstür streust. Ich werde kein Salz vor meine Eingangstür streuen. Aber du denkst darüber nach. Gut. Guten Morgen. Bist du hier, um die Post zuzustellen? Shizune nickt und wedelt zwischen unseren Gesichtern mit ein paar Briefumschlägen. Ich nehme sie ab, damit sie ihre Hände für eine Unterhaltung frei hat. Woher wusstest du das? Du hast sie ziemlich offensichtlich hinter deinem Rücken versteckt. Was versteckt? Die Post. Schon okay, ich habe sowieso nicht wirklich versucht, sie zu verstecken. Das passt nicht zu dir. Sonst sagst du immer, man sollte bei allem, was man tut, sein Bestes geben. Mädchen ergreifen die Initiative. Scheiß Kenji-Stimme. Mädchen ergreifen die Initiative? Und was ist mit mir? Ich habe diesen Spruch seit Jahren benutzt. Wo ist meine Lorbeeren, Alter? Ich kreiere literarisches Gold und die Frauen klaut es einfach und leiert es aus wie ein billiges Sommerkleid? Ihr seid alle wie der Picard für meinen Kick. Wie der Picard für meinen Kirk. Oder ihr könntet sogar Janeway sein. Nicht die ganze Zeit über. Machst du dich etwa lustig über mich? Nachdem sie Kenji letztendlich bemerkt, winkt sie ihm zu. Hey Kenji, die Schülerratspräsidentin sagt Hi. Hi! Stell mich ihm vor. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber er sah selbstsicher aus. Oh ja, niemand ist besser darin, solche Sachen selbstsicher zu sagen. Das habe ich schon. Ich habe dich sogar mit Titel vorgestellt. Das ist Kenji, der Kerl von gegenüber. Sein Zimmer ist direkt hinter dir. Jedenfalls, hast du seine Post auch? Ich bringe... Nein, nicht die Kenji-Stimme. Ich bringe dir nur deine, weil sie schon da war. Ich habe frühen Zugriff. Es ist alles eine Frage der Lage. Betrachte es als einen Vorteil, im Schülerrat zu sein. Das hört sich nicht sehr fair an. Sie nutzt ihre Position ziemlich oft aus. Zumindest was kleinere Dinge angeht. Das ist das... Verzeihung. Das ist das erste Mal, dass ich dein Zimmer richtig sehen kann. Es ist eine offenkundige Lüge. Andernfalls hätte sie es viel schneller gebärdet. Ich bin mir sicher, dass sie selbst weiß, dass es nicht das erste Mal ist. Ich bin mir sicher, dass ich nur Cola ohne Alkohol trinke. Aber man kann sich nie sicher sein. Nie. Warum darf er dein Zimmer sehen und ich nicht? Ist das ein Männerding?
Ein Mann zu sein heißt nicht, dass man einem Geheimbund angehört. Mach ich was falsch? Naja. Sollte es. Mit Ringen. Ringe mit riesigen Wappen. Und Gold. Bist du sicher? Bist du dir wirklich sicher? Ich dachte immer, es gäbe eine geheime Männerbruderschaft. Warum ignoriert sie mich? Lass mich hier vom Club der Kerle erzählen. Außerdem, was soll das mit diesen Handzeichen? Versucht. Ah, scheiße. Ich kann nicht lachen und diese scheiß Kenji-Stimme machen. Versucht sie mich zu verhexen oder so? Nein, halt dich da raus. Ich müsste alles, was du sagst, für sie übersetzen und ich weiß nicht mal, ob ich das hinkriegen würde. Außerdem würde sie es wahrscheinlich missverstehen und dann würdest du wahrscheinlich die Antwort missverstehen und dann müsste ich deinen Konter übersetzen. Konter? Warum sollte ich kontern? Greift sie mich an? Was sagt er? Er sagt, dass er keinen Konter hat. Konter für was? Ich habe noch nicht mal angefangen, ihn herauszufordern. Mir gefällt nicht, wie sie das sagt. So wirkt es, als ob sie es noch vorhat. Aber mit was? Es ist egal, da es sowieso nicht gut ausgehen würde. Hör auf, Streit zu suchen. Ich habe deine Freunde noch nie getroffen. Warum darf ich nicht? Es sieht aus, als wäre er heißblütig. So wie er herumfuchtelt, vermute ich, dass es dumm wäre, von Shizune etwas anderes zu erwarten. Jedenfalls wechsle ich besser das Thema. Zwar wird es bei ihr wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich bin mir sicher, dass sie noch aus einem anderen Grund hier ist, als nur meine Post abzugeben. Wenn es etwas Kleines wäre, hätte sie sich nicht einmal die Mühe gemacht zu klopfen. Du bist nicht nur hergekommen, um mir meine Post zu bringen und meine Freunde voll zu labern, oder? Shizune schnipst mit gespielter Frustration mit ihrem Finger. Es ist so erschreckend laut wie immer. Oh. Du hast recht. Lass uns wieder irgendwo hingehen. Hast du schon etwas im Hinterkopf? Du hast wieder recht. Lass uns zum üblichen Platz gehen. Sie zückt eine Tasche mit sorgfältig eingewickelten Behältern. Ich schätze, sie sind mit Essen gefüllt. Und diesmal sieht es nicht nach gekauftem aus. Sie setzt sie zwischen ihre Füße ab und fährt vor. Fort. Ist das für mich? Das war die echte Überraschung. Siehst du? Am Ende muss ich einfach besser sein als alle anderen. Ich stimme zu, so wie man das eben tut, wenn jemand etwas sagt, das mehr über diese Person verrät, als beabsichtigt war. Okay, schön. Wenn ihr mich beide ignorieren wollt, bin ich raus. Wie grausam. Das werdet ihr bereuen. Ach, endlich ist Kenji weg. Meine Fresse. Kurze Zeit später befinden wir uns auf dem Schuldach. Ist es normalerweise um diese Zeit an einem so schönen Tag am Wochenende menschenleer? Nein, natürlich nicht. Das kann eigentlich nur an Shizune liegen. Nicht, dass man mehr als ein Warnschild an der Tür brauchen würde, um das Dach leer zu kriegen. Die leeren Plastikbehälter, die Shizune für unser Essen gepackt hatte, liegen neben mir. Es war ein weiteres stilles Essen, da wir wegen der Stäbchen in unseren Händen nicht viel reden konnten. Der Wind ist heute ziemlich stark, obwohl er nicht so heftig wird, dass es ein Problem wäre. Er bläst die Plastiktüte unter den leeren Behältern weg und lässt sie etwas herumtanzen, bevor sie über mein Bein fliegt und sich an der Spitze von Shizunes Schuh verfängt. Moment, das heißt, er fliegt darüber und dann irgendwo da in den Schuh. Interessant. Umgehend greift sie nach ihr und fängt an zu gebärden, gar nicht amüsiert, dass ich darüber lache, auch wenn sie selbst versucht, es sich zu verkneifen. Da die Tüte sie aber behindert, muss sie sich schließlich darauf setzen, um fortfahren zu können. Sehr witzig. Wie war's? Das Essen hat vertraut geschmeckt. Also war es schlecht. Nein, nein. Als du das letzte Mal so ein Essen gemacht hast, war es genauso das gleiche. Nicht ganz gleich. Die frittierten Garnelen waren neu. Es ist das einzige, von dem ich weiß, wie man es macht. Aber ich sollte mich verbessert haben. Wie oft hast du es denn schon gemacht? Verzeihung. Das ist das zweite Mal. Dass du dieses Gericht machst? Dass ich koche. Das nächste Mal bist du dran. Es macht mich unruhig, wie sie die ganze Zeit an der Ecke der Tüte zupft. Ich glaube, ich weiß, warum sie es tut. Ärgert es dich wirklich so sehr? Ich will sie richtig einpacken. Schon okay. Ich mache es.
Während ich sie aufhebe, bemerke ich, dass sie eine Menge Essen mitgebracht haben muss, um all diese Behälter zu füllen. Ich habe nicht einmal viel gegessen. Shizune muss einen gesunden Stoffwechsel haben, um das alles unterzubringen. Obwohl ich gerade erst für eine Sekunde auf den Beinen gewesen bin, ist das lange genug, um über meine eigenen Füße zu stolpern. Ich schaffe es gerade so, meinen Fall zu bremsen und lande schließlich auf allen Vieren neben Shizunes Schoß. Als ich versuche, mich aufzuraffen und mir dabei behutsam die Hand an die Brust halte, kann ich nichts anderes denken als den Schmerz in meinen Knien und dass dieser Sturz mich hätte umbringen können. Mir ist übel. Shizune hilft mir aufrecht zu stehen, indem sie mich helfend an der Schulter festhält, wobei ich bemerke, dass sie mich seltsam beäugt. Unglücklicherweise ist sogar diese leichte Berührung genug, um mich zu erschrecken. Bist du okay? Ich nicke, aber wir setzen uns wieder nebeneinander hin. Natürlich ist es mit einer Menge Stille verbunden, mit Shizune allein zu sein, aber nun bemerke ich es erst so richtig. Das typische Zeichen von Unbehaglichkeit. Wieder einmal ist sie diejenige, die das Eis bricht. Ich habe erwartet, dass du etwas Unanständiges versuchst. Und schon ist die Stimmung wieder peinlich. Wie geht es Misha? Misha scheint jetzt fröhlicher zu sein, wie ihr altes Ich. Ich dachte, das wäre ein guter Anlass, um zu feiern und um dir zu danken, dass du ihr geholfen hast. Ihre Hand zögert etwas beim letzten Teil. Du denkst zu sehr wie eine Geschäftsfrau. Ich kann nichts dafür, so wurde es mir beigebracht. Ich bin froh, dass du nach Misha fragst. Es wäre passender zu sagen, dass sie wieder wie vorher ist. Nur für dich wäre das die alte Misha. Die Misha, die du kennst, ist vollkommen anders als die, an die ich denke, wenn ich an unsere erste Begegnung zurückdenke. Auch wenn ich finde, dass sie fröhlich und lächelnd besser aussieht, ist sie normalerweise nicht so. Ich frage mich, ist es für dich genauso? Ich antworte nicht. Naja, wenn Misha glücklich ist, dann ist es egal, solange es am Ende geklappt hat. Dein Plan hat funktioniert. Du kanntest sie genauso gut, wie du gesagt hast. Du wusstest alles, was ich sagen würde. Aber wenn es deine Idee war, dass ich für dich rede, macht mich das dann nicht zu deiner Marionette? In dem Fall hätte ich nichts beigetragen. Moin, moin, Tortik. Der kleine, schüchterne Bub meldet sich zum Dienst. Nein, Misha ist in diesem Fall nicht meine Wenigkeit. Naja, vielleicht doch. Oder so. Ich weiß es nicht. Stimmt nicht. Du hattest die Idee zuerst. Ich lag falsch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, betrachte ich die Dinge oft aus einem ganz falschen Licht. Das weißt du sicherlich. Manchmal behandle ich alles wie einen Wettkampf zwischen mir und allen anderen, selbst wenn es sinnlos ist. Ja gut, dann bin ich halt der Bär. Ah, okay, machen wir. Manchmal? Ich weiß sehr gut, wie einfach es ist, jemanden zu ignorieren, wenn derjenige mit dir nur per Zeichensprache kommunizieren kann. Ich hätte um Hilfe bitten sollen, aber ich war mir so sicher, dass ich es allein hinkriegen würde. Du hast etwas sehr Tapferes getan, auch wenn du dir den Verdienst nicht anrechnen lassen willst. Abgesehen davon bist du in letzter Zeit irgendwie bewundernswert geworden. Oho. Okay, Shizune. Was wird das? Es ist komisch, von ihr gelobt zu werden, obwohl sich ihr Gesichtsausdruck in keinster Weise geändert hat. Aber ihr zufolge ändern sich Menschen nicht so leicht, habe ich recht? Sie zwinkert. Offensichtlich findet sie großen Gefallen an diesem Gespräch. Erzählt Misha dir alles? Fast alles. Ich schätze, du wirst mir jetzt sagen, dass ich damit falsch liege, nicht wahr? Ja und nein. Ich war diejenige, die Misha das als erste gesagt hat, aber sie hat es zu weit getrieben und die Bedeutung verändert. Sich zu ändern ist zwar nicht einfach, aber sie tut gleich so, als wäre es unmöglich. Wenn man es Stück für Stück angeht, ist es möglich. Ich denke darüber nach, weniger wetteifernd zu sein. Aber ich dachte, dir macht das Spaß. Vielleicht ein bisschen. Darum habe ich explizit weniger gesagt. Sie lehnt sich gegen den Zaun. Es gibt Dinge, die ich ihr sagen will, doch jetzt scheint irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt dafür zu sein.
Ich habe da so eine Ahnung. Ich weiß, dass sie noch nicht fertig ist. Viele Leute glauben, dass ich alles zu ernst nehme. Naja, ich habe immer gedacht, dass ich gerade so genug tue. Das Geräusch des Zaunes, als sie sich gegen ihn drückt und die Knöpfe ihrer Ärmel gegen ihn klimpern, ist seltsam beruhigend. Genau wie die Brise, die sanft hinter mir aufzieht. Ich kann Menschen unter uns hören. Die Sunnes Augen huschen ebenfalls nach unten. Und ich frage mich, ob sie immer noch darüber nachdenkt, was ihr eigentlich durch ihre Taubheit entgeht. Die aufmerksamkeitserregende Art, wie sie mit ihren Fingern schnippt, beweist, dass sie versteht, wie andere Menschen Ton wahrnehmen. Es muss merkwürdig sein, etwas zu begreifen, aber es nie selbst erfahren zu können. Sie beginnt langsam am Rand des Daches entlang zu laufen und lässt dabei immer noch ihre Knöpfe gegen den Zaun klimpern. Es ist vollkommen unrhythmisch, jedoch nicht, weil sie es nicht versucht. Während sie das tut, verliere ich mich in Gedanken und werde dann unsanft aufgeweckt, als sie mit ihrer kompletten Runde fertig ist und mir auf die Schulter tippt. Weißt du noch, worüber wir geredet haben? Wann? Eben gerade? Na sicher doch. Es ist fast 10 Minuten her. Als ich dich zum ersten Mal sah, scheinst du sehr Gefallen daran zu finden, in Selbstmitleid zu versinken. Shizune kennt mich einfach zu gut. Das tut weh. Auch wenn es wahr ist. Entschuldige. Ich wollte dich vom ersten Moment an aufmuntern, allerdings hatte ich Angst, dass es für die Katz wäre. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es schwierig werden würde, deine Einstellung zu ändern. Aber du hast sie geändert. Das hat mich ziemlich überrascht und ich dachte auch, dass du ziemlich einfach zu beeinflussen wärst. Trotzdem war ich überrascht. Das hat mich dazu gebracht, viele Dinge zu überdenken. Wie zum Beispiel, dass sich am Ende vielleicht alles doch gelohnt hat. Alles? Darum mag ich dich. Verstehe. Es ist schön, das endlich zu wissen. Hello, Smashka! Woo! What up? Haha! Nice to see you again! Verzeihung. Du ist Smoschka. Ah. You don't know Smoschka? Tortik. Disappointed. Smoschka, you may introduce yourself now. Und vergesst nicht, ihr müsst diesen Job ernst nehmen. Zu viele Leute glauben, dass man einfach faulenzen kann und dass es nicht wichtig ist. Das ist eine gefährliche Denkweise. Just Nick. Absolut. Man kann es nicht zu ernst nehmen. Ihr müsst zu jeder Zeit nach dem Besten streben und positiv denken. Denn wenn ihr irgendwelche Anzeichen von Schwäche zeigt, werden die Leute anfangen, euch für unfähig zu halten, wisst ihr? Und schon bald werdet ihr nichts mehr bewerkstelligen können, weil euer Einfluss Stück für Stück auf andere umverteilt wird. Dann habt ihr nichts mehr. Das ist das letzte Mal passiert. Also, denkt dran, es mag wie ein leichter Job wirken, aber in diesem Zimmer können wahre Gemetzel stattfinden. Und außerhalb davon. Beim Umgang mit Schulpersonal genauso. Schon der Versuch, einen Haushaltsbericht von einem Klassensprecher zu bekommen, kann manchmal ein Kampf auf Leben und Tod sein. Genau, fressen oder gefressen werden. Und in der Grube gibt es keine Freunde. Und ihr nehmt keine Gefangenen. Bist du dir da sicher? Ist das so richtig? Du wirkst nicht begeistert genug. Ich muss sicherstellen, dass es richtig ankommt. Noch einmal, mit Elan. Wer sind denn die beiden? Oh, hallo. Shizune verdreht ihre Hand zur Betonung, als wäre sie ein Dirigent, womit sie sichtlich die beiden zuhörenden Mädchen vor uns einschüchtert. Wenn man bedenkt, dass das alles angefangen hat, weil eine von ihnen gefragt hat, ob sie ihren Job nicht etwas zu ernst nimmt. Habt ihr verstanden? Tut so, als ob ich schreie. Okay,
okay. Aha, dieser Schülerrat ist so abgedreht. Jawohl, Sir. Sir? Mit wem redet ihr beiden eigentlich? Er ist nicht abgedreht. Ihr müsst euch, es euch wie einen Job vorstellen. Wenn ihr wollt, stellt euch vor, dass sie euch mit dem Recht bezahlen, dieses tolle Büro zu benutzen. Wollt ihr noch eine Standpauke? Nein! Ihr dürft jetzt gehen. Und so ist die einstündige Schülerratseinführung vorüber. Persönlich dachte ich, dass sie circa 50 Minuten zu lang war. Und ich fand auch lustig, dass eine Führung durch die Schule, die wir alle schon seit einer Weile besuchen, mit dabei war. Aber ich schätze, es konnte nicht schaden. Ich rechne damit, dass Shizune sich in ihren Stuhl fallen lässt, da sie schon den ganzen Tag angespannt war. Aber sie tut es nicht. Stattdessen läuft sie weiterhin im Zimmer auf und ab. Totik, ich brauche Übersetzung. Du kannst doch Russisch. Übersetze. Du bist jetzt mein kleiner Spion. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Im Moment sind sie ein Witz. Denn du musst wissen, Desi und Smoshka sind aus dem Osten. Was? Glauben, die könnten der neue Schülerrat sein? Die sind so unkoordiniert. Man kann den Mangel an Erfahrung regelrecht sehen. Das war bisher unser bestes Jahr. Ich glaube nicht, dass sie das Zeug haben, um unsere Nachfolger zu werden. Und ich weiß, dass da noch mehr sind als nur diese beiden Mädchen. Wo sind die? Die sind wie das stark vermarktete, aber mittelmäßig heftig kritisierte Nachfolgerprodukt eines gefeierten Low-Budget-Geheimtipps. Schließlich bremst sie sich und setzt sich hin. Wirst du es vermissen? Selbstverständlich. Ich wäre auch glücklicher, wenn ich nicht fort müsste. Ich mag es, im Schülerrat zu sein, auch wenn es ermüdend sein kann. Yo, guys. What's going up? Tell me. Ich mag es, im Schülerrat zu sein, auch wenn es ermüdend sein kann. Ja, es ist definitiv ermüdend. Nur weil Shichan immer mehr tun will, als sie eigentlich muss. Wenn ich nur das absolute Minimum getan hätte, hätten wir das ganze Jahr nur Flyer verteilt, Umfragen eingesammelt und die nächste Schülerratswahl geplant, damit der nächste Schülerrat auch ein ganzes Jahr mit Nichtstun verbringen kann. Sollte ich es dazu kommen lassen? Macht euch nicht lächerlich. So ein Schülerrat hätte kein bisschen Einfluss, mit dem man ein paar Rädchen drehen könnte. Ich bin einfach nur froh, dass, obwohl ich sie noch härter rannehmen muss, diese beiden nicht schlecht sind. Zwar sind sie noch nicht so weit, aber der Schülerrat sollte in guten Händen sein. Aha, okay, interessant. Wir gehen merkwürdige Sachen ab. Okay. Woher willst du das wissen? Echt mal, Tortik, woher willst du das wissen? Kannst du Russisch oder so? Hä? Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Was guckst du? Nach dem Festival haben sie mich gefragt, ob wir auch ein Halloween-Event organisieren könnten. Etwas wie ein Geisterhaus oder sowas in der Art. Sie hatten auch einen Haufen anderer Ideen. Natürlich war meine Antwort nein. Ich habe Misha ihnen sagen lassen, dass sie es selbst machen sollen, wenn sie es so sehr wollen. Aus irgendeinem Grund waren sie daraufhin wütend. Natürlich waren sie wütend, wenn du so etwas sagst. Desi! What? I can see Bliat. Is it Bliat? Bliat. Desi! Please type in English, so I can read as well. Natürlich waren sie wütend, wenn du so etwas sagst.
Und Misha die Botschaft übermitteln zu lassen, hatte sich ja auch nicht besser gemacht. Ah, okay. Okay. Now I get it, guys. Now I get it. Wait a moment. We enter the next sex scene in about 2 minutes. If it's okay for you. Nein, leider kein Bier. Auch wenn ich morgen Urlaub habe. Aber ich habe keinen Alkohol mehr im Haus. Schlimmer Zustand, ich weiß. Dafür kann ich die Fünfer durch den Club werfen. Verzeihung. Ich hatte 2 Fünfer hier rumliegen und ich dachte mir, das mache ich mal. Ich bin der Mega-Pimp. Und Micha die Botschaft zu übermitteln zu lassen, hat es sicher auch nicht besser gemacht. Ich war auch wütend. Auf einmal wollen sie so viel. Wenn sie so sehr ein Geisterhaus oder ein traditionelles Café oder eine Fahrt an den Strand oder sonst ein klischeehaftes Event haben wollen, warum haben sie es dann nicht selbst organisiert? Es war, als hätten sie mich ausgenutzt. Ich hatte so hart für die Organisation dieser Festivals gearbeitet und als Dank kamen sie mir mit: Das war nett, aber könntest du das jetzt tun? Und wie wäre es damit? Das will ich wirklich. Allerdings hatte Shichan Unrecht. Richtig, sie wollten dem Schülerrat beitreten, damit sie es umsetzen können. Ich habe sie eifersüchtig gemacht und angestachelt. Das kann auch eine Art Motivation sein. Schmaläugig? Was? Schmaläugig? Desi? Was? Wieso? Why? Der Wunsch, etwas Großes zu vollbringen, breitet sich aus, auch wenn sie es nur tun, um es mir zu zeigen. Jedenfalls haben sie beschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Wow, Smoshka, wow. What's going on? Huh? Peace and harmony in my community. Okay, now we can fight. Just kill each other. I don't care. 3-1, go. Ich bin beeindruckt. Naja, fürs Erste zumindest. Ich müsste das ein bisschen länger beobachten, um zu sehen, wie sie sich machen. Plötzlich schnippt sie mit ihren Fingern, wodurch Misha blitzartig von ihrem Stuhl aufspringt. Interessant. Ich schätze, es ist unmöglich, sich daran zu gewöhnen. Ach ja, wir wollten noch eine Party für die Zügelübergabe an den neuen Schülerrat feiern, oder nicht? Desi has created your channel? What channel? Desi! You're right. Yes, absolutely. Ach ja, wir wollten doch eine Party für die Zügelübergabe an den neuen Schülerrat feiern, oder nicht? Warum machen wir das nicht jetzt? Oder planen es zumindest jetzt und feiern dann morgen? Aber sie haben das Amt doch noch gar nicht übernommen. Das war sogar der Erste, was... Das war der Erste, das du ihnen gesagt hast. Ihr habt noch nichts zu sagen. Es wirkt etwas voreilig. Misha, was meinst du? Ich stimme dazu, es ist zu früh. Außerdem glaube ich nicht, dass ich teilnehmen könnte. Sorry, eigentlich wollte ich sogar gerade gehen. Warum kannst du nicht? Kein Kommentar. Komm schon, sag es mir. Naja, okay. Gut standgehalten, Misha. Ich habe darüber nachgedacht und selbst wenn ich nicht mitfeiern wollte, würde ich ja sagen. Normalerweise. So bin ich nun mal. Ich wollte wirklich damit aufhören und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Wenn es eine Abschiedsfeier ist, dann will ich erst recht nicht. Es wäre zu traurig. Ich will stattdessen etwas anderes machen. Und schließlich, Shichan, werden du und Shichan morgen immer noch hier sein. Das fühlt sich falsch an. Außerdem habe ich andere Schulangelegenheiten, die ich heute noch erledigen muss. Ich kann sie nicht so einfach ignorieren. Wir können es verschieben. Nein, kein verfrühter Abschied. Als sie das sagt, sieht sie sehr entschlossen aus. Aber wolltest du jetzt nicht gehen? Hm?
Oh, stimmt ja. Okay, also keine verfrühten Abschiede, okay? Ich hab es kapiert. Okay, bis dann. Somit verbleiben lediglich Shizune und ich allein im Schülerratszimmer. Der Sonnenuntergang geht langsam in das Dunkel der Nacht über, während wir beide schweigend nach den passenden Worten suchen. Wäre das wirklich so schlimm? Wäre es. Ich habe so noch nicht darüber nachgedacht, aber Misha hat recht. Partys haben eine gewisse Stimmung. Und diese wäre traurig. Eine traurige Party klingt nicht wirklich nach Spaß. Warum wäre sie traurig? Ist das eine Fangfrage? Dessen bin ich mir sicher. Shizunes Augen bohren sich in meine. Warten mit einem distanzierten, analytischen Blick auf meine Antwort. Diesen Blick habe ich seit einer Weile nicht gesehen, aber er fühlt sich dennoch vertraut an. Ich überlege mir meine Antwort genau, aber gleichzeitig frage ich mich, was hinter dieser Frage steckt. Fragen über Fragen. Es könnte sein, dass Shizune es genauso deprimierend findet. Oder es könnte sein, dass sie nicht nachvollziehen kann, warum es für jemanden traurig sein könnte. Bei Shizune ist beides möglich. Mir ging durch den Kopf, dass es zu Ende ist, wenn du deinen Abschluss machst. Es wird das Ende des Schülerrats sein. Ich habe mich gefragt, ob du genauso denkst. Stell dich nicht so an. Freu dich lieber darauf. Ich werde keine Schülerin mehr sein, also werden die Erwartungen auch ganz anders sein. Die Erwartungen anderer, vor allem meine eigenen Erwartungen. Klingt doch aufregend. Was den Schülerrat betrifft, sollte er in guten Händen sein. Es gibt nichts, weswegen ich traurig sein müsste. Ich glaube dir nicht. Es ist noch nicht mal eine Woche her, dass du wegen des Abtritts des Schülerrats ziemlich mitgenommen ausgesehen hast. Es ging nicht darum, ihn an ein paar Grünschnäbel abzutreten, sondern darum, die Schülerratsarbeit komplett aufzugeben. Unerwarteterweise lächelt Shizune. Also streitest du es nicht ab? Dann ergibt das keinen Sinn. Warum würdest du das feiern wollen? Ich versuche darüber hinwegzukommen. Außerdem, Abschiedsfeiern sind sehr wichtig. Man sagt, der erste Schritt ist der wichtigste, aber es bis zum Ende durchzuziehen ist genauso wichtig, oder? Ich schätze, dass es war. Außerdem sehe ich es nicht als ein Lebewohl. Trotzdem ist es ein Ereignis. Es gehört sich, dass man es richtig würdigt. Gutes. Tust du es endlich mal? Was meinst du? Mich küssen natürlich. Meinst du das mit richtig würdigen? Das wäre normal, oder? Es passt in so einer Situation. Es ist Zeit, entschlossen zu handeln. Wenn ich es nicht tue, wird mein Herz mit Sicherheit explodieren. Ich küsse sie sofort, so schnell, dass ich nicht einmal Zeit habe, es richtig zu genießen. Obwohl sie darauf vorbereitet war, läuft sie knallrot an. Ich spüre eine ähnliche Hitze, die meinen Hals und meine Wangen hinaufwandert. Okay. Ich lehne mich für einen weiteren Kuss nach vorn. Doch zur gleichen Zeit springt sie schelmisch auf den Schrank hinter ihr. Allein in der vollkommenen Stille des Raumes schauen wir uns für eine Weile einfach an. Dieses Mal küsse ich sie länger. Ihre Lippen sind sanft und trocken und öffnen sich ein kleines Stück. Um dieses Gefühl zu genießen, bleiben mir nur ein paar Augenblicke. Und kurz darauf fängt Shizune an, meinen Kuss heftig zu erwidern. Als ich in ihren Kuss versinke, streift ihr Pony gegen meine geschlossenen Augenlider. Durch ihre Kleidung kann ich ihre Figur spüren, was mich sie nur noch stärker festhalten lässt. Es bedarf etwas Anstrengung, um uns von jeweils anderen zu lösen. Wir beide erröten von dem Kuss und von dem Gedanken daran, was gleich folgen wird. Und ich bin bei weitem nicht der Einzige, der etwas schwerfälliger atmet. Als Shizune beginnt, meine Krawatte loszubinden, fange ich an, ihre Bluse aufzuknöpfen. Es dauert eine Weile, bis ich den Dreh raus habe. Ich habe mir vorher nie wirklich Gedanken darum gemacht, wie die Blusen unserer Schule funktionieren. Shizunes Bluse liegt etwas eng an, deswegen hängen für einen kurzen Moment auch ihre Arme fest. Ich schelle Shizune aus ihrer Bluse heraus, auch wenn das durch ihren Versuch, sich dabei gleichzeitig herauszuschlängeln, nicht gerade einfach ist.
Der Anblick ist ein bisschen skurril. Sobald Shizunes Arme frei sind, befreit sie sich von ihrem Hemd. Sie öffnet den Verschluss ihres Rocks und zieht sich an ihren Beinen und zieht ihn an ihren Beinen herab, bis er ihr an den Knien hängt. Das Einzige, was sie jetzt noch bedeckt, sind ihr BH und ihr Höschen. Ihre Figur ist kurvig und straff und die gesunde Farbe in ihrer Haut kontrastiert mit dem Schwarz ihrer Unterwäsche. Es ist ein traumhafter Anblick, besonders wegen des Mondlichts, das hinter ihr durch das Fenster scheint. Sie schaut auf meine Brust und öffnet die Knöpfe meines Hemdes, einen nach dem anderen. Der Vorgang wird in hohem Maße von meinen Händen verlangsamt, die sich an ihren Schenkeln auf und ab bewegen. Es ist ein wenig amüsant, auf diese Weise mit ihr zu spielen. Schließlich, endlich, fällt mein Hemd auf den Boden. Shizune überrascht mich, indem sie mich ruckartig und ohne Vorwarnung für einen tiefen Kuss an sich zieht, doch ich erwidere die Geste ebenso schnell. Warum bist du heute wagemutiger als auf dem Dach? Oder in deinem Zimmer? Ich versuche mir eine gute Antwort einfallen zu lassen. Das ist gar nicht so leicht. Soll ich etwa sagen, dass Bürokratie mich in Wallung bringt? Nachdem mein Hemd nun beiseite ist, macht Shizune mit meinem Gürtel weiter und anstatt ihre Frage zu beantworten, helfe ich ihr dabei. Ich glaube nicht, dass uns die Antwort an diesem Punkt noch etwas bringen würde. Ich hoffe, der Jugendschutz triggert gleich, weil ansonsten wird's gefährlich für meinen Kanal. okay. Der Gürtel löst sich leicht und fällt mit einem metallischen Klirren auf den Boden. Ich lehne mich für einen weiteren Kuss nach vorne und fahre dabei langsam mit meinen Händen ihre Seiten hoch, doch dann taumelt sie plötzlich vorwärts, wodurch ich rückwärts stolpere. Nichts lag meinen Gedanken ferner als die harte Kante des Tisches hinter mir, bis ich spüre, wie sie mir in den unteren Rücken bohrt. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass er da war. Ich packe Shizune noch etwas fester, während wir uns rückwärts auf die Tischfläche fallen lassen. Oh ja. Melonen. Honigmelonen. Oh ja. Wunderbar. Gib mir mehr. Erschöpft lehne ich mich gegen einen Tisch und versuche wieder zu Atem zu kommen, bevor ich mich wieder anziehe. Ich bemerke ein dumpfes, heißes Klopfen in meiner Brust, als ich mein Hemd wieder zuknöpfe. Es gibt allem, was gerade passiert ist, einen schlechten Nachgeschmack. Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Nein! Verdammt! Wieso? Wieso? Moment, ich muss Trick 17 anwenden. So, bis der Avatar wieder angezogen ist. Ein Moment. Verflucht nochmal, wieso werden die Avatare nicht zensiert, ey? Ist das ätzend. Es war ein Glücksfall, der Schmiescher. Verzeihung, einen Moment. Es war ein Glücksfall, dass Misha nicht hier sein konnte, nicht wahr? Hast du heute einen Clown gefrühstückt? Ich frage mich, was sie zu tun hatte. Shizune bewegt ihren Finger langsam durch die Luft und deutet auf die Tür. Geh es dir selbst ansehen. Warum sagst du es mir nicht einfach? Es ist interessanter, wenn du es selbst siehst. Sehen ist Glauben. Na sicher, clever. Vielleicht tue ich das. Was ist mit dir? Bleibst du heute den ganzen Tag hier? Es wird langsam spät. Es kommt mir wie einer meiner letzten Tage als Schülerratspräsidentin vor. Daher werde ich heute vielleicht hier übernachten. Es könnte meine letzte Gelegenheit sein, nach einem langen Tag und dem Versuch, eine Frist einzuhalten, an meinem Schreibtisch einzuschlafen. Das ist komisch. Ich werde in meinem Bett schlafen. Im Sitzen zu schlafen ist eine Fähigkeit, eine sehr nützliche. Richtig. Da sind wir wieder. Keine nackten Avatare mehr. Nein, das war so. Ich habe schnell einen Blackscreen drüber gelegt, weil, das war etwas kritisch für Twitch, weil Twitch mag es nicht so sehr mit nackten Avataren und deswegen musste ich etwas tricksen und tut mir leid.
Ich hätte ja nichts dagegen, die komplett unzensierte Version hier abzuziehen, aber das mag Twitch nicht. Auch wenn ich Twitch dazu befragt habe und Twitch hat gesagt, das ist eine Grauzone und solange es nicht auf unserer Liste der verbotenen Spiele steht, ist das okay. Und wenn Sex nicht das Hauptelement dieses Spiels ist, was ja keinesfalls so ist, da das irgendwie alle 7 Stunden nur eine 2-minütige Szene ist. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und will mir keinen Twitch-Bann einfangen. Ich hoffe, ihr versteht das, Leute. Nachdem ich den Raum verlassen habe, denke ich wirklich einen Augenblick lang nach, ob ich nachsehen soll, was Misha gerade so treibt. Ja, sorry. Wie gesagt, ich würde euch am liebsten auch das komplette Spiel unzensiert zeigen, weil das einfach viel mehr Spaß macht. Aber Amerikaner. Einfach, weil Shizune so geheimnisvoll getan hat, als ob sie eine Zeitmaschine oder so etwas baut. Aber am Ende entscheide ich mich dagegen. Um diese Zeit des Jahres ist die Nachtluft besonders angenehm. Sie ist frisch und etwas feucht, aber nicht so kühl, dass man dadurch schnell wieder ins Warme fürchten will. Dazu ist es noch so spät, dass der Hof vollkommen menschenleer ist. Nachdem Shizune und ich uns voneinander verabschiedet haben, mache ich mich auf den Rückweg zum Wohnheim. Ich bin dort, war noch nicht einmal angekommen, bevor meine Gedanken wieder woanders hinwandern. Nachzusehen, was Scheiß motorische Ausfälle, ey. Nachzusehen, was Misha gerade so im Schilde führt, scheint doch keine so schlechte Idee zu sein. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Keine Hausaufgaben, nichts mehr zu lesen und darüber hinaus will ich es einfach wissen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich nach Schulende im Hauptgebäude bin, doch meistens verlasse ich es dann mit Shizune und Misha nach einem langen Tag im Schülerrat. Allein habe ich es noch nie betreten. Ach, Bucky! Jetzt meldest du dich erst zu Wort. Schönen Abend erstmal. Du hast gerade eine epische Sexszene verpasst. Die so episch war, dass da Melonen zu sehen waren. Und zwar richtig große. Die waren hart geil, oder Tortik, die Melonen? Hatte man nichts gegen sagen. Und danach gab es sogar noch 2 andere Melonen zu sehen, die ich dann aber leider zensieren musste. Ich frage mich, wieso ich nicht mehr Follower habe. Meine Melonen? Müsste ich morgen welche kaufen, tut mir leid. Das ist nicht das erste Mal, dass ich nach Schulende im Hauptgebäude bin, doch meistens verlasse ich es dann mit Shizune und Misha nach einem langen Tag im Schülerrat. Allein habe ich es noch nie betreten. Es ist still, ein Wort, mit dem ich diese Halle normalerweise nicht beschreiben würde. Sie sind etwas unheimlich. Ein Licht beginnt vor mir aufzuleuchten. Aus, als würde gleich etwas Horrorfilmmäßiges passieren. Die nackte Shizune läuft durchs Schulgebäude. Ah! Als ich eine Hand auf meine Schulter spüre, erstarre ich reflexartig. Danke für diese großzügige Sache. Ich will endlich die 100 Follower knacken. Misha ist es nicht. Andernfalls wären Hände über meine Augen gelegt. Begleitet von einem geträllerten Wer bin ich? Also wer ist es? Ich hoffe, dass es nicht Kenji ist. Oder zumindest jemand, den ich kenne. Oder dass wir ziemlich bizarr werden. Oh, Shizune hat sich ja schon wieder angezogen. Glück gehabt. Wer es auch immer ist, tritt rasch vor mich. Es ist Shizune. Was tust du hier? Bin so erleichtert, dass ich vergesse, es zu gebärden. Hm. Ja. Ich meine, ich... Ohne Arme oder Beine zählt nur mit 0,5. Hallo. Ich meine, ich kann ja noch mal so ein bisschen zurückscrollen. Dann sieht man das ganz schnell und dann scroll ich wieder nach vorne. Damit Bucky auch so seinen Teil hatte. So, Moment. Bucky, bist du bereit? Achte ganz gut drauf. So. Das war gar nicht zu sehen, ich weiß. Das war ein Meisterwerk der Illusion. So etwas habt ihr noch nie zuvor gesehen. Ich bin so erleichtert, dass ich vergesse, es zu gebärden. Shizune legt einen Finger auf ihre Lippen. Ich schätze, obwohl sie nicht hören kann, hat sie eine Vorstellung davon, was Lautstärke ist und kann an meinem Gesichtsausdruck erkennen, dass ich ziemlich laut war. Und scheinbar ist laut zu sein gerade keine gute Idee. Das war ein kleiner Junge, oder? Tut mir leid, das ist nicht der Valima-Stream, auch nicht der Kara-Stream. Dafür müsste ich dann morgen wieder Guardians of the Galaxy streamen.
Also weder Vali noch Kara kommen hier auf ihre Kosten. Leider nur ich. Aber warum ist dann ausgerechnet Misha ihre Übersetzerin? Oh, sehr witzig. Warum bist du hier? Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste, dass du kommen würdest, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Du hast auf mich gewartet? Hab ich doch gerade gesagt, aber das ist unwichtig. Wir müssen schleichen, wenn wir nicht von Misha entdeckt werden sollen. Sag mir Bescheid, wenn ich nicht leise genug bin, okay? Daraufhin fängt Shizuna an, sich auf Zehenspitzen langsam durch die Halle zu bewegen. Ich klopfe ihr leicht auf die Schulter, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist nicht leise! Warum müssen wir leise sein? Sie antwortet nicht. Wahrscheinlich, weil Gebärden und Schleichen gleichzeitig nicht ganz so einfach ist. Bevor ich mich versehe, stehen wir vor unserem Klassenzimmer. Plötzlich erschüttert ein Geräusch wie das Knallen einer Peitsche die Luft, gefolgt von einem vertrauten, frustrierten Jammern. Ich bin mir sicher, dass so ein Knall nicht gut für mein Herz ist. Ganz abgesehen davon, dass in dieser Stille alles ungefähr 1 Million Mal lauter klingt. Es kommt aus dem Klassenraum. Meinen Blick hineinwerfen zu können, schlängle ich mich neben Shizune. Kannst du bitte aufhören, deinen Stift zu werfen? Kann man einen Stift überhaupt so laut werfen? Er sieht wirklich durcheinander aus. Was für eine Untertreibung. Ich habe Mitleid mit Mutaro. Trotz einer Wand und einer dicken Klassenzimmertür konnte sogar ich hören, wie Mishas Stift die Schallmauer durchbricht. Wahrscheinlich hat es sein Trommelfell zerrissen und einen Abdruck in der Wand hinterlassen. Ich werfe ihn nicht. Wenn ich nervös werde, drehe ich ihn gerne, aber dann vergesse ich, dass ich ihn in der Hand habe und... Das ist egal. So oder so sollten keine Stifte durch die Gegend fliegen. Davon habe ich schon während der regulären Schulstunden genug. Nach Feierabend brauche ich das nicht. Richtig, tut mir leid. Wie auch immer, hör auf, Dinge zu werfen, zu schmeißen oder sie fallen zu lassen. Bitte. Lehrer haben auch etwas zu tun. Ich bemerke, dass Shizune sich das gleiche Schauspiel ansieht. Mutoro schreit mit voller Kraft und Misha ist einfach Misha. Ich kann sie halbwegs gut durch die Tür hören, aber offensichtlich kann Shizune überhaupt nichts hören. Darum frage ich mich, wie das Ganze für sie aussieht. Sie muss es wissen, da sie die Lage gut genug begreift, um es mich auch sehen lassen zu wollen. So. Aber ich frage mich, ob sie ab und zu denkt, dass ihr etwas entgeht und sie sich deshalb viel mehr anstrengen muss, um das Beobachtete zu verstehen. Sieht aus, als würde sie Nachhilfeunterricht nehmen, habe ich recht? Ja, antworte ich, obwohl ich weiß, dass die Frage rein rhetorisch ist. Misha sagte mir, dass sie später einmal wirklich eine Lehrerin für Zeichensprache sein will. Ah, Bucky. Ja, wahrscheinlich tut sie das. Misha sagte mir, dass sie später einmal wirklich eine Lehrerin für Zeichensprache sein will. Wenn sie eine Empfehlung bekommt, kann sie dafür im Ausland studieren. Darum arbeitet sie so hart. Ihre Noten waren immer eher schlecht. Tut mir leid, Tortik, aber sobald Backfisch da ist, ist eh alles verloren. Dann ist Land unter in Holland. Jetzt fühle ich mich schuldig. Ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, was ich eigentlich werden will. Ihr seid beide schlimm. Beide. Ich auch nicht. Die fröhliche Art, wie sie das gebärdet, passt ganz und gar nicht zu ihr. Und es ist offensichtlich eine Lüge. Lass uns gehen. Ich will nicht gesehen werden. Es wäre problematisch, wenn wir erwischt werden, wie wir hier draußen wie zwei Idioten stehen. Wohin? Schülerratsraum? Sie schüttelt ihren Kopf und eilt dann in das gegenüberliegende Klassenzimmer. Tolles Versteck. In letzter Zeit bist du ungewohnt sarkastisch. Wenn die Tür zu ist, ist es ein gutes. Außerdem, war das nicht interessant? Leute. Ja, sie hätte ihren Rock wegwerfen sollen, aber von Muto? Meine, ihr Sohn und ich sind doch da. Wäre doch viel besser. Aber auch dann müsste ich da wieder den ominösen Blackscreen drüber legen. So. Sorry. Eigentlich könnte ich dann mal die ganze Szene durchlesen, sozusagen. So. Ja, aber ich bin nicht wirklich überrascht. Ich schließe die Tür hinter uns, was Shizune zu einem lautlosen Lachen veranlasst.
Keine Ahnung, wie man lautlos lacht. Während sie sich in einen Stuhl fallen lässt. Für eine Sekunde deprimiert es mich. Ich will ihr echtes Lachen hören. Ihr echtes. Ich war es. Ich habe auf Misha herabgesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt ein Ziel hat. Aber ich habe mir vorherlich ein Urteil gebildet und lag damit falsch. Ich dachte, Misha wäre so planlos wie ich. Ich war dumm. Ich habe verloren. Shizune pausiert, um mit ihren Knöcheln zu knacken. Dann faltet sie ihre Hände übereinander und lehnt sich in ihrem Stuhl nach vorne. In der abnormalen Stille des Gebäudes kann ich sogar durch den Flur und zwei Türen wieder hören, wie Muto Misha anschreit. Shizunes Augen sind auf meine fixiert. Starr hinter ihren glänzenden Brillengläsern beobachten sie meine Reaktion auf ihre Worte. Das ist ein Test. Sie bildet sich selten ihre Meinung über Leute anhand deren Antworten auf Fragen. Was bei ihr zählt, sind die Antworten auf Feststellungen. Im Nachhinein ergibt das Sinn. Shizunes Unfähigkeit zu sprechen, genauso wie ihre allgemeine Persönlichkeit, bedeuten, dass sie alles Gesagte auch wirklich meint. Aus diesem Grund bezweifle ich manchmal, dass sie irgendetwas ohne Hintergedanken sagt. Das klingt bemerkenswert paranoid. Aber Kenji würde das denken. Unglücklicherweise denke ich so sehr darüber nach, dass ich vergesse, ihr zu antworten. By the way, Bucky, du hast zwei lange Kenji-Passagen verpasst, Dude. Bester Mann, und du warst nicht da. Sie fasst es so auf, als gäbe es keine. Bei diesem Test gab es ein verstecktes Zeitlimit. Ein kürzeres als sonst. Wie ich es mir gedacht habe. Was meinst du? Du stimmst mir nicht zu. Nicht wirklich, das ist es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will den Leuten meinen Willen aufzwingen. Wie erfrischend ehrlich. Schau mich nicht so komisch an. Das ist nicht immer meine Absicht gewesen. Am Anfang war mir einfach langweilig. Ich wollte sehen, wie jemand des Leidenschaft für etwas aufflammt. Dann könnte ich versuchen, sie darin zu schlagen. Ich wollte ihre Überzeugung testen. Aber das war unmöglich. Niemand auf dieser Schule kann sich für etwas begeistern. Sie wollen alle für sich allein bleiben. Ich konnte das nicht glauben. So war es doch viel zu langweilig. Ich konnte einfach nicht fassen, dass es wirklich Leute mit so einer trostlosen Einstellung gibt. Es geht weit über nicht anecken wollen hinaus. Sie mussten einfach irgendwelche Interessen haben. Sie hatten ganz bestimmt etwas verborgen. Ich wollte es entlarven, offenlegen und ans Licht zerren. Einer der besten Wege, um Leute zu öffnen. Einer der besten Wege, um Leute zum Offensein zu bewegen und sie aufzumuntern, ist ihnen offen mit einer Geschichte über sich selbst zu begegnen. Und dann bringst du sie behutsam dazu, von sich selbst zu erzählen. Es ist wie ein Geben und Nehmen, aber mit etwas Manipulation. Das macht es interessant. Ich kann das nicht tun, wenn ich versuche, Misha über mich reden zu lassen, lässt mich das in meinen Augen arrogant wirken. Ah, ich dachte, der spannende Teil vom Soundtrack kommt jetzt. Tut mir leid. Die spannende Pause war nicht dramatisch gedacht. Oder vielleicht doch? Bam, 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 bam. Die Nachricht muss über einen Botschafter mitgeteilt werden. Danke, Soundtrack. Das hättest du auch ein bisschen früher machen können. Die Nachricht muss über einen Botschafter mitgeteilt werden. Ich stehe also neben Misha und sage ihr, dass sie jemand von mir erzählen soll. Man muss keine Gebärdensprache verstehen, um das zu erkennen. Würde ich so etwas miterleben, würde ich denjenigen auch für arrogant halten. Ich war frustriert. Mir fiel kein Weg ein, wie ich mich... Ich bin frustriert. Mir fiel kein Weg ein, wie ich mich mit jemandem außer Misha unterhalten konnte. Niemand wollte sich mir öffnen. Ich kam zu dem Schluss, dass ich die Menschen nicht dazu bringen konnte, sich mir anzuvertrauen oder an mich zu glauben. Ich kann nur Dinge erschaffen, die Leute zeigen und darauf hoffen, sie damit glücklich zu machen. Oder ich könnte energischer sein und hoffen, dass ich irgendwann ihr jemandem näher komme. Kara mag keine Gedärmesprache. Kara, wenn du das hier siehst. Grimwag 3, Kara 0. Bitch. Weil ich es kann. Ich schätze, das wäre dann ich. Irgendwie deprimierend.
Irgendwann habe ich dann vermutlich angefangen, Misha zu ignorieren. Oder sie weniger als Person, sondern eher als eine Erweiterung meiner selbst zu sehen. Ich glaube, ich habe einfach vorausgesetzt, dass sie da ist. Ich vergaß, dass Misha die ganze Zeit da war und sich mir geöffnet hat. Sie hat jeden Tag 100% gegeben. Ich habe das, wonach ich gesucht habe, übersehen, weil es direkt vor mir lag. Wie dumm von mir. Bin wirklich arrogant geworden. Deswegen habe ich verloren. Ich bin kurzsichtiger, als ich es damals gewesen bin. Bin in die falsche Richtung gegangen. Sie schreitet mittlerweile fast grübelnd auf und ab. Sie hat noch so viel Energie, dass das Stillstehen sie fast verrückt macht. Wenn man ihr zwei Drähte geben würde, könnte ich Shizune bestimmt eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Es ist komisch, dass ich so einen fröhlichen Gedanken habe, während sie so ernst ist. Du siehst den Spendenbutton nicht? Oh, das ist aber ein fauler Trick von dir, der ist da unten. Da unten. Du weißt schon. Schau mal unter meinem Tisch nach. Da ist der Spendenbutton. Verzeihung. Mann, war das schlecht. Scheiße. Sicher, dass hier kein Alkohol drin ist? Ich weiß es nicht. Es ist komisch, dass ich so einen fröhlichen Gedanken habe, während sie so ernst ist. Und trotzdem erzählt mir Misha, dass ich ihre Inspiration sei. Ist das nicht lachhaft? Ich bin kein Mensch, der andere inspirieren kann. Auch wenn ein Mensch, der dich inspiriert, seine Fehler hat, kann man das akzeptieren. Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt sogar annehmbare Scheinheiligkeit. Zum Beispiel, wenn dein Held ein Sportler ist, aber unfair, könnte man ihn immer noch wegen seiner athletischen Fähigkeiten respektieren, auch wenn er als Mensch seine Mängel hat. Aber... Sie schnippt mit ihren Fingern. In diesem leeren Raum klingt es wie ein Donnerschlag. Shizune nimmt sich ein paar Sekunden Zeit, um ihre Finger zu strecken. Da fällt mir auf, dass sie zuvor noch nie so viel gebärdet hat. Wenn jemand wie ich keine Ziele hat, wäre das absolut inakzeptabel. Es wäre die größte Heuchelei von allen. Und Heuchler verdienen keine Verantwortung für andere, wenn sie nicht einmal für sich selbst Verantwortung übernehmen können. Wie unglaublich pessimistisch. Darüber nachzudenken macht mich wütend. Halt, stopp, nicht Shizunes Stimme. Wie unglaublich pessimistisch. Darüber nachzudenken macht mich wütend. So muss ich vor ein paar Monaten auf andere gewirkt haben. Ich hätte mein damaliges Ich gehasst. Und das Lustige daran ist, dass Shizune und Misha mich davon abgebracht haben. Ich bin mir sicher, dass ohne sie alles ganz anders ausgesehen. Ich bin mir sicher, dass ohne sie alles ganz anders ausgegangen wäre. Das nicht zum Besseren. Gebärden und Gebären sind zwei unterschiedliche Dinge. Was? Ohne Witz. Kein Spendenbutton? Er muss aber da sein. Ich habe einen. Moment. Kanal, linker Name. Ein Moment. Ich weiß, dass ich einen Spendenbutton habe. Ich weiß es. Er ist da. Ja, ich weiß. Und da musst du einfach draufklicken. Worum geht es dann? Verrat es mir bitte. Worum geht es dir? Sei ehrlich zu mir. Bitte. In letzter Zeit kommt es mir so vor, als würden wir unser Elend genauso teilen, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Aber ich denke, das gehört dazu, wenn man Freunde hat und sich nahe steht. Trotzdem bist du die Anführerin. Nur weil es niemand anderes sein will. Aber trotzdem bist du es. Jedenfalls schenken die Leute dir ihr Vertrauen. Macht es das eigentlich nicht noch wichtiger? So oder so bist du die Anführerin. Du bist die inspirierende Figur, oder wie auch immer du es nennen willst. Du bist verantwortlich für das, was du zähmst. Das habe ich mal irgendwo in einem Buch gelesen. Ich bin schlau und so. Das ist clever. Shizune scheint ihre Gefühle nur auf ihrem Gesicht zu zeigen, wenn sie es auch wirklich will. Aber ich glaube,
aber ich glaube nicht, dass sie es sarkastisch meint. Allerdings will ich niemanden zähmen. Die Anführerin zu sein oder bewundert zu werden, das ist das Gleiche. Ich wollte nie die Anführerin sein. Es ist einfach dazu gekommen. Das glaube ich nicht. Du versuchst doch immer mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Halt, halt. Ich wollte damit nicht sagen, dass es mir keinen Spaß macht. Ich lege keinen Wert darauf, die Anführerin zu sein, aber ich habe auch nichts dagegen. Ich lege keinen Wert darauf, die Beste zu sein, aber ich habe auch nichts dagegen. Aber du hast recht mit dem Verantwortung wollen. Natürlich will ich mehr davon. Wenn ich Verantwortung habe, fühle ich mich lebendig. Darum bin ich auch dem Schülerrat beigetreten. Ich kann es einfach nicht ab, wenn ich nicht unter Druck stehe. Dennoch bin ich nun die Anführerin. Ich dachte immer, Anführerin sein heißt Befehle geben. Aber es ist viel mehr als das. Es heißt, ein Ziel zu haben. Wenn ich kein Ziel habe, ist es sinnlos. Die Leute würden mir nur zu meinem eigenen Vergnügen folgen. Es wäre egoistisch. Eine merkwürdig moralische Sichtweise für jemanden, der es so sehr liebt, andere zu übertrumpfen. Sie lässt ihr Kinn auf ihren Fingern ruhen und brütet angestrengt über ihre Probleme. Shizune sieht entwaffnend kindisch aus. Ihr Gesichtsausdruck ist ein bisschen drollig, da es so offensichtlich ist. Genau deswegen sieht es ihr aber auch nicht ähnlich. Das Ziel kommt mit der Zeit. Ich denke, du bist dazu bestimmt, eine Anführerin zu sein. Mit etwas anderem würdest du dich nicht zufrieden geben. Es würde dich nur langweilen. Shizune erwidert nichts, doch anhand ihres genervten Gesichtsausdrucks glaube ich, dass ich richtig geraten habe. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich auch etwas Orientierung brauche. Wurde dir erzählt, dass es wichtig ist, etwas zur Gesellschaft beizutragen? Was für eine ungewöhnliche Antwort. Sie kommt so unerwartet, dass ich nicht weiß, was ich darauf entgegnen soll. Sie beunruhigt mich auch, obwohl ich nicht weiß, warum. Möglicherweise, weil sich das so gar nicht nach Shizune anhört. Darum beginne ich zu bezweifeln, dass es überhaupt Shizunes Gedanke ist. Ich frage mich, wer ihr das gesagt hat. Naja, wahrscheinlich war es ihr Vater. Aber es ist auch möglich, dass sie selbst darauf gekommen ist. Falls ja, liegt es dann an ihrer Taubheit? Warum fragst du das? Einfach so. Das glaube ich dir nicht. Aber du hast wahrscheinlich recht. Verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das genauso sehe. Ich hasse es. Ich vermute, dass sich jeder nach einer Bestimmung sehnt. Wenn ich zurückdenke, ergibt es Sinn, dass Shizune keine hat. Andernfalls wäre all ihre Energie auf etwas gerichtet gewesen. Da sie nichts hatte, worauf sie sich konzentrieren konnte, hat sie mit ihr wild um sich geschossen. Das erinnert mich an eine abgetrennte Starkstromleitung im Sturm, blindwütig und funkensprühend, jedoch ziellos und gefährlich. Genau wie Shizune. Ich würde gerne sagen, dass das der Grund ist, warum sie aus allem einen Wettkampf machen muss, aber so ist es wahrscheinlich einfach, ein Ziel zu haben. Ein Ziel zu haben, auf das sie diese Energie lenken kann, ist lediglich die nächste Stufe. Wie wäre es damit? Ich könnte in die Wirtschaft gehen. Meine Familie ist gut vernetzt. Darum sollte es nicht allzu schwierig sein. Das klingt etwas unethisch und vetternwirtschaftlich, oder? Ja, ein bisschen. Jedenfalls werde ich keinen Leerlauf haben. Ich werde hart arbeiten, bis ich ganz oben angekommen bin. Wenn ich so viel Geld wie möglich habe, so viel, dass ich nicht einmal weiß, was ich damit anfangen soll, gehe ich zur nächsten Stufe über. Natürlich, nachdem ich es eine Weile gehortet habe, versteht sich. Wie ein Drache im Märchen. Du willst eine Wohltäterin werden. Zitze, was dachtest du denn, dass ich ein Geizhals werden will? Naja, stimmt schon, das ist Teil des Plans. Aber unterstell mir nicht, dass ich auf dieser Stufe aufhören würde. Shizune sieht nach wie vor nervös aus. Sicherlich, selbst wenn sie ihr Problem anscheinend so zügig gelöst hat, kann niemand so schnell über seine Sorgen hinwegkommen. Niemand kann seine Probleme so einfach lösen. Das Wichtige ist, dass es aussieht, als hätte sie fest beschlossen, es zu versuchen. Noch ist es schwer zu sagen, ob dieser Drang einen guten oder schlechten Ursprung hat. Doch nun hat sie etwas, an das sie sich festklammern kann. Das glaube ich aufrichtig. Ich freue mich für sie, und zur gleichen Zeit ist mir etwas kalt, denn jetzt hinke ich hinterher. Jetzt bin ich der Einzige ohne ein Ziel. Hallo, mein Ziel sind die 100 Follower. Ich habe ein Ziel. Von da an 101, 102, 103.
Seit dieser Woche gab es keine weiteren Zwischenfälle. Was denn? Ich bin so, wie ich bin. Das sollte schon für Tausende von Followern reichen. Aber nein, es kommt ja kein Arsch. Elend. Natürlich dachte ich das die Woche zuvor auch. Seit ihrer Aussprache verstehe ich Shizuno Seit ihrer Aussprache verstehen sich Misha und Shizune wieder so gut, dass ich mir fast ein wenig verloren vorkam. Ich hatte beinahe schlaflose Nächte deswegen. Doch zum Glück war meine Sorge unbegründet. Und dann, bevor ich mich versah, gab es so viel in der Schule zu tun, dass ich es sogar schaffte, mich von ihnen abzulenken. Dann ging alles wieder seinen normalen Gang. Ich lag falsch. Ich hatte Shizunes und Mishas sorgfältig versteckte Schwachstellen gesehen, doch sie waren immer noch stark. Nun werden wir bald unseren Abschluss machen. Ich fühle mich an dieser Schule so wohl, dass ich das lange Zeit verdrängt habe. Als das nicht mehr möglich war, war ich traurig und wollte nicht darüber nachdenken. Darum tat ich es auch nicht. Nicht bis vor kurzem. Ungefähr vor einer Woche fing ich an, eine Liste von Leuten zu schreiben, von denen ich mich von meinem Abschluss verabschieden sollte. Die erste Regel, die ich mir aufgelegt habe, war, dass ich sie ohne bestimmte Reihenfolge aufschreiben würde, wie zum Beispiel unwichtig bis hin zu wichtig. Irgendwie ist es trotzdem dazu gekommen, auch wenn die Liste kürzer ausgefallen ist, als ich erwartet hatte. Kenji ist irgendwo in der Mitte. Sie haben gesagt, dass ich irgendwann meinen Abschluss machen muss. Nun, ich hab's Ihnen gezeigt. Ich habe hier lang genug mietfrei gelebt. Wenn man die steigenden Grundstückskosten bedenkt, kann man wohl sagen, dass ich am Ende gewonnen habe. Nein, weißt du was? Ich habe gewonnen. Die Geschichte wird mich als den Sieger anerkennen. Sieger wovon? Ich habe es geschafft, unterm Radar zu bleiben und durch die Lücken zu schlüpfen. Ich habe das System geschlagen. Wenn du so sagst, klingt es, als wärst du einfach vor dem System weggerannt. Manchmal ist Wegrennen der größte... Manchmal ist Wegrennen die größte Form des Sieges, wie bei den Olympischen Spielen. Ich bin zu müde, um mit ihm zu debattieren. Wem will ich etwas vormachen? Ja, der weiß, dass Kugelstoßen auf jeden Fall die beste olympische Disziplin ist. Was du damit also sagen willst, ist, dass du sie nicht vermissen wirst? Was vermissen? Die Schule, Holzkopf. Nein! Wie ich dir schon gesagt habe, diese Schule hat zu viele Feministinnen. Sie ist nicht mehr zu retten. Aber einmal kann ich verschwinden, bevor die kritische Masse erreicht ist. Ich werde erst zurückkommen, Jahre später, wenn sie mir zu Ehren eine Statue errichten. Machen die hier dieses 10 Jahre später Klassentreffen-Ding? Woher soll ich das wissen? Wahrscheinlich. Wie auch immer, ich muss jetzt packen. Pass auf dich auf, Mann. Du hättest vor einer Woche schon packen sollen, so wie ich. Nicht, dass es viel zu packen gab. So läuft das nicht. Du solltest alles erst in letzter Minute erledigen. Männer sind besser darin, alles im letzten Moment zu machen. Denn die letzte Minute kann produktiver sein als die ganze Woche davor. Das ist unsere Geheimstrategie. Und genau nach der lebe ich. Du wirst den Weg eines Mannes nie verstehen. Passt du auch auf dich auf. Er salutiert. Pusht dann rückwärts durch die Tür und knallt sie so laut hinter sich zu, dass es wahrscheinlich das ganze Wohnheim gehört hat. Mir ist aufgefallen, dass das hier eine Menge Leute tun. Vielleicht ist das Brauch an dieser Schule. Pass auf dich auf. Das war das erste Mal, dass ich so etwas von ihm gehört habe. Meistens enden unsere Unterhaltungen mit so etwas wie Ciao! Oder Ich zahl's dir später zurück, Mann! Naja, manchmal war es etwas nervig, aber er wird mir fehlen. Ich streiche ihm gedanklich von meiner Liste. Mittlerweile ist die Liste sehr kurz. Und noch einmal widerstehe ich der Versuchung, einer bestimmten Reihenfolge nachzugehen. Wie schon gesagt, das hatte ich nie vor. Darum gehe ich nun nach Shizune und Misha sehen. Mir fällt nur ein Ort ein, wo sie sein könnten. Das Schülerratszimmer natürlich. Als ich an der Ecke abbiege, remple ich beinahe gegen eine kleine Gruppe von Schülern. Für eine Sekunde blitzt in mir ein bitteres Gefühl auf, denn nach allem, was ich weiß, hätte das tödlich sein können. Es ist der neue Schülerrat. Es sind nicht viele, aber weit mehr als drei. Das ist gut, da das bedeutet, dass es genug sind, dass jeder seinen eigenen Titel haben kann. Es wäre cool gewesen, wenn ich ein kleines Titelschild mit meinem Namen und Titel darauf gehabt hätte. Allerdings glaube ich nicht, dass sie das noch machen oder je gemacht haben. Leider. Während ich nachdenke, umstellt mich der neue Schülerrat. Wenn jemand sich das vom Weiten aus ansehen würde, wäre es ein ziemlich unheimlicher Anblick. Vielleicht sind sie gekommen, um es mir heimzuzahlen, dass ich sie ständig der neue Schülerrat genannt habe. Ich habe nur für Shizune übersetzt.
aber ich schätze, dass ich weniger faul und etwas taktvoller hätte sein sollen. Ich bereue nichts. Aber sie danken mir nur für alles, was ich getan habe. Mir wird gedankt. Das sollte mich glücklich machen, wenn man bedenkt, wie oft ich selbst gedacht habe, dass im Schülerrat zu sein ein vollkommen undankbarer Job sei. Es macht mich auch glücklich, nur kann ich es nicht richtig genießen. Ich frage mich, wie die Dinge gelaufen wären, wenn unser Schülerrat so groß geworden wäre wie der, der uns nun ersetzen wird. Selbst wenn sie nur 2-3 weitere Mitglieder gefunden haben, sind es genug, um feste Rollen haben zu können. Nicht wie bei uns, wo Shizune die Präsidentin zu sein schien und... das war's. Dass der neue Schülerrat mir dankt, fühlt sich seltsam an. Es ist, als würde man nach Hause kommen und sehen, dass ein Baum gewachsen ist, den man jahrelang gepflegt hat. Aber es kommt mir so vor, als hätte ich diesen Baum nicht genug gepflegt. Ich frage mich, was ich noch hätte tun können. Es würde Shizune wahrscheinlich zur Weißglut treiben, dass ich mich so distanziert von allem fühle, was ich im Schülerrat getan habe, oder dass ich andeuten würde, nicht genug getan zu haben. Aber es ist wahr, ich bin ihr nur gefolgt. Gewissermaßen fühle ich mich also, als würde ich diesen besagten Baum aus weiter Ferne sehen, als ob ich ihn aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Zuges sehe. Ich habe diesen Gedanken schon zu lange nachgehangen. Als ich mich von ihnen losreiße, bemerke ich, dass ich immer noch dort stehe, umringt vom neuen Schülerrat. Ich tue das Einzige, wozu ich in der Lage bin, und entschuldige mich fürs Abschweifen. Dann danke ich wiederum ihnen. Während sie davon gehen, betrete ich den Schülerratsraum, der nun viel unordentlicher aussieht, aber anscheinend einen Computer bekommen hat. Das ergibt Sinn. Ich weiß noch, dass eines der Mädchen darüber geredet hat, einen Computer einzusetzen, um all die langweiligen Dateieingaben, die Shizune macht, etwas erträglicher zu machen. Jedoch weiß ich nicht mehr, welche von ihnen das gesagt hat. Aoi scheint die Ehrgeizige zu sein. Keiko wiederum wirkt ernster. Naja, ist ja mittlerweile auch egal. Ich bin nicht allein im Raum, doch anstatt der erwarteten Shizune finde ich lediglich Misha vor. Sie sitzt auf Shizunes Schreibtisch, wie Shizune selbst oft tut, und lässt ihre Beine vor und zurück baumeln. Als sich unsere Augen treffen, springt sie auf und nimmt unerklärlicherweise eine Superheldenpose ein. Hi Hichan, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Was treibst du hier? Du zuerst. Ich habe nach Shizune gesucht. Ich auch. Ich dachte, sie würde hier sein, aber stattdessen habe ich Hicha bekommen. Sowas, danke. Nun, das ist gut. Wirklich, wirklich. Ich wollte sowieso mit dir reden. Über was? Ich nehme mir etwas Zeit, um meinen Blick durch den Raum schweifen zu lassen. Ich sehe eine Kochplatte. Nein, eigentlich nicht. Die lassen es sich wirklich gut gehen. Ich wollte Entschuldigung sagen, natürlich, für all den Ärger, den ich dir und Shichan bereitet habe. Nenn es nicht Ärger. Okay, okay. Und entschuldige dich nicht bei Shizune. Okay, okay, aber deswegen bin ich nicht hier, Hichan. Ich würde mich nicht bei Shichan entschuldigen. Wo siehst du Möpse? Mein Mopskissen siehst du doch gar nicht. Das sind keine Möpse, Dude. Möpse sehen anders aus. So sehen Möpse aus. So. Ich liebe Möpse. Das ist ernst gemeint. In alle beiden erdenklichen Richtungen. Ich würde mich nicht bei Shichan entschuldigen, aber da du hier bist, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Richtige Richtung, ja. Shichan, was glaubst du brauchtest, damit Shichan glücklich ist? Weltherrschaft. Offensichtlicherweise. Ja. Auch wenn du es als Spaß meinst, Shichan. Nein, selbst wenn sie es könnte, würde es Shichan nicht glücklich machen. Höchstens für eine kurze Zeit. Shichan, hast du je von Künstlern gehört, die beim Anblick ihrer fertiggestellten Gemälde in Tränen ausbrechen? Solche Leute gibt es wirklich auf der Welt, weißt du? Es ist mir ganz plötzlich wieder eingefallen. Es ist genau wie bei Shichan, jetzt wo ich darüber nachdenke. Wann immer Shichan sich...
Wann immer Shichan sich eine Herausforderung stellt und sie meistert, tut sie so, als hätte ihre Fähigkeiten keine Bedeutung mehr. Ich frage mich, ist es, weil sie nichts Dauerhaftes erschaffen kann? Es ist genau wie bei diesen Künstlern. Sie wollen der Nachwelt ein Kunstwerk hinterlassen, ein wirklich herausragendes, aber sie können das nicht. Wenn ich zurückbleibe, ist es ziemlich offensichtlich. Aber ich habe es vorher nie erkannt. Und jetzt habe ich Angst. Ich frage mich, ob Shichan jemals glücklich sein wird. Nein, da bin ich anderer Meinung. Ich denke, du liegst falsch. Shizune ist eigentlich öfter glücklich, als ich gedacht hatte. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Oh, da kam was mit hoch, das war eklig. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Normalerweise denken Leute nicht über so etwas nach, bis sie mittelalt oder am Sterben sind. Dann denken sie sich, ich will etwas hinterlassen oder ich will in Erinnerung bleiben. So wie ich. Ich habe das Ganze nur etwas übersprungen. Mein Leben war kurz und schien nach meiner Herzattacke sogar noch kürzer. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich zurücklassen würde, weil ich sehr schnell dachte, dass es so gut wie nichts sein würde. Darum war alles, was es für mich noch zu tun gab, in meiner eigenen Verbitterung zu schmoren. Shizune will bereits jetzt irgendwo ihren Fußabdruck hinterlassen, doch sie will es tun, indem sie andere Menschen unterstützt. Deswegen sind Feste für sie so wichtig. Sie will sogar eine Wohltäterin werden. Ich denke, das ist die beste Art zu leben, an dem fortzubestehen, was man anderen gibt. Und wenn es auch einem selbstsüchtigen Grund ist, ist das auch okay. Shizune ist bereits glücklich, denn falls sie ein Ziel erreicht, wird es immer jemanden geben, der es sehen und sich daran erinnern kann. Genau das macht sie glücklich. Misha seufzt, lässt ihre Arme steif an ihren Seiten herabhängen und hebt dann einen Zeigefinger in die Luft. Früher dachte ich immer, ich wäre vielleicht in der Lage, Shizune glücklich zu machen. Und früher war ich auch in einer guten Position, um das zu tun. Da ich ihre Übersetzerin war, konnte ich immer bei ihr sein. Vielleicht. Und ich dachte, ich täte es, indem ich, Shichans Schatten werde. Ich hab's weiter versucht, auch wenn sie mich zurückgewiesen hat. Ich fühle mich, als wäre ich hilflos und könnte nur zusehen, wie Shizune ihr Leben weiterlebt und sich mehr und mehr von mir entfernt. Obwohl ich es einfach hätte akzeptieren sollen, hatte ich Angst. Es ist schwierig. Vielleicht hätte ich Shichan zumindest verstehen können. Doch es sieht so aus, als hätte ich am Ende vollkommen falsch gelegen. Ich wusste das nicht mal oder habe mir keine Gedanken drum gemacht. Shichan würde das eine glatte Niederlage nennen. Okay, ich bin durch. Das war's, Shichan. Aber da du derjenige bist, der Shichan von allen am besten kennt, darfst du sie nicht zum Weinen bringen. Sonst werde ich sauer. Sobald es hier vorüber ist, gehe ich ins Ausland. Hab sogar Empfehlungsschreiben. Ich glaube auch nicht, dass ich ohne die weit kommen würde. Vielleicht studiere ich ja und werde dort eine Gebärdensprachlehrerin. Wer weiß? Das heißt, du musst auf Shichan aufpassen, okay? Mishas Lächeln ist so aufrichtig wie immer. Doch sie hat sich offenbar verändert. Der Blick in ihren Augen ist der eines viel aufmerksameren Mädchens. Es scheint zu stimmen, dass Not weise macht. Es erinnert mich an den Blick in Shizunes Augen. Ich frage mich, was Shizune wohl durchgemacht hat, um zu der Person zu werden, die sie jetzt ist. Ich kann nur raten. Oder vielleicht war sie auch schon immer so. Nur weil ich sie mehr denn je sehen und Nun will ich sie mehr denn je sehen und schlage Misha vor, dass wir zusammen nach ihr suchen sollten. Natürlich ist das nur ein Vorwand, um mehr Zeit mit einer Freundin zu verbringen. Es ist seltsam, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass wir drei in dieser straffen Routine eines Schülerratstages zusammen herumgelungert haben. Dennoch fühlt es sich an, als wäre es Ewigkeiten her. An die Zukunft zu denken, kann die Bilder verzerren, die man von der Vergangenheit hat. Apropos Bilder. Draußen, mit der winzigen, modern aussehenden Kamera in der Hand, steht Yuko herum. Die Kamera wäre kaum zu sehen, wenn sie nicht metallisch genug wäre, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Was ist zensiert? Hallo? Tordek, wovon sprichst du? Du verwirrst mich gerade. Du siehst nur schwarz? Drück mal F5 bitte.
Vielleicht solltest du auch mal etwas positiver werden, dann siehst du nicht immer nur schwarz. Oh, 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 oh. Verzeihung. Draußen mit einer winzigen, modern aussehenden Kamera in der Hand steht Yuko herum. Die Kamera wäre kaum zu sehen, wenn sie nicht metallisch genug wäre, um das Sonnenlicht zu reflektieren. Misha ruft nach ihr. Ich dachte, wir wollen nach Shizune suchen. Hi, hi! Was tust du hier? Ich mache nur Fotos von allen. Das sieht man. Peinlich. Misha, ich werde nie vergessen, wie du mich gelehrt hast, dass jemand so viele Geheimnisse haben kann und trotzdem einen riesigen Mangel an Taktgefühl. Wo ist mein Foto? Du willst eine Kopie? Ich weiß nicht. Naja, nur wenn du versprichst, es geheim zu halten. Sonst wollen alle eins. Das ist mir in der Grundschule passiert. Nur da waren es Süßigkeiten. Okay, dann mache ich jetzt ein Foto von euch. Warte, ich bin noch nicht bereit. Ich habe nur Spaß gemacht. Ichan, mach ein Peace-Zeichen. Das werde ich nicht. Ich war nicht bereit, ich glaube, meine Zunge war draußen. Der Kamerablitz leuchtet auf und blendet mich. Ah, ich sehe nichts mehr und so. Yuko geht hinter der Kameraentdeckung und stöhnt frustriert auf. Wenn man draußen ist, sollte man den Blitz eigentlich nicht anmachen. Sie fängt an, sich unnötig zu entschuldigen und macht sich dann still davon. Warte! Ja? Hast du Shichan hier irgendwo gesehen? Ja, vor dem Tor. Danke. Ich habe kaum Zeit, es auszusprechen, bevor ich Misha hinterhereilen muss. Glücklicherweise nicht allzu lange. Das Tor ist kaum eine Gehminute weg von hier, auch wenn sogar das manchmal ermüdend für mich sein kann. Wir entdecken Shizune mit dem Schülerrat. Wahrscheinlich danken sie ihr gerade auch. Sobald sie uns sieht, scheucht sie davon. Was sehr einfach ist, da ich bezweifle, dass einer von ihnen Zeichensprache versteht oder benutzen kann. Darum sollte weggeschickt zu werden nicht allzu tragisch für sie sein. Was in mir wiederum die Frage aufwirft, warum sie ihr danken würden, ohne jemanden dabei zu haben, der es kann. Aber der Gedanke zählt. Misha fällt Shizune sofort in den Hals und lehnt sich dann neben ihr gegen das Tor. Ich hingegen beschließe, etwas zurückzubleiben und sie sich unterhalten zu lassen. Immerhin wollte Misha die ganze Zeit mit Shizune reden. Ich kann warten. Ich wende mich sogar ab, damit ich ihre Unterhaltung nicht belausche. Irgendwann verliere ich das Zeitgefühl. Als ich auf meine Uhr sehe, sind bereits 10 Minuten vorbei. Ich frage mich, ob sie fertig sind, und als ich mich umdrehe, stehen sie hinter mir. Woran denkst du gerade? Langeweile, philosophische Dinge, über die ich nicht reden will. Keine Sorge, ich mache mir nicht allzu viele Gedanken darum. Gut, zu so einer Zeit wie dieser philosophisch zu werden, wäre das Schlimmste, was du tun kannst. Sicher, ich will hier nur noch ein bisschen rumstehen. Es ist entspannend. Es war eine anstrengende Woche. Nicht wirklich. Nicht für mich. Ich weiß, dass sie viel zu tun gehabt haben müssen. Aber ich denke, ich weiß jetzt, was ich tun will. Als es mich traf, fühlte ich mich nicht besonders aufgedreht oder war in irgendeiner Weise besorgt. Das Gegenteil ist der Fall. Zum ersten Mal seit langem bin ich zur Ruhe gekommen. Dieses Gefühl will ich noch ein bisschen länger auskosten. Ich glaube, dass ich hier unterrichten will. Sobald mir dieser Gedanke kam, sah ich vor meinem inneren Auge eine lange, kurvenreiche Straße. Eine ungewisse Straße, die mich bis hierhin zurückführt. Ich frage mich, ob ich in der Zukunft jemanden wie mich treffen kann. Erfüllt? Mit Verbitterung wahrscheinlich. Mit. Ich denke, das soll ein Mit sein. Ich will mit diesem jemand reden, da ich nicht mit mir selbst reden kann. Ich will ihm sagen, dass das Leben zu kurz ist. Etwas, das mir nicht gesagt werden konnte, sondern nur gezeigt. Ich will es ihm ohne Mitleid sagen. Ich bin mir sicher, wenn ich bemitleidet worden wäre, dann wäre ich nur etwas mehr gestorben. Wenn ich an diese erste Woche denke, denke ich immer noch daran, wie gut es gelaufen ist. So gut, dass man es nur das Resultat von Güte nennen könnte. Ich will anderen die gleiche Güte zeigen. Und außerdem will ich weiterhin Shizune verfolgen. Was hat der neue Schülerrat gewollt, Shichan? Tagträumen ist schwierig, wenn man mit Michas Stimme zurechtkommen muss. Ich wusste nicht, dass sie jemanden haben, der Zeichensprache kann. Haben sie nicht.
Ich glaube, es war wahrscheinlich einfach nur ein Abschied. Darum weiß ich es zu schätzen, auch wenn ich es Ihnen nicht sagen konnte. Woher wusstet ihr, dass ich hier bin? Sollte es ein Geheimnis sein? Naja, wir haben einfach Yuko gefragt. Hat sie von dir auch ein Foto gemacht? Ja, ohne mich zuerst zu fragen. Aber da es selten ist, dass Yuko jemals etwas Spontanes macht, lasse ich es durchgehen. Sie schnippt mit ihren Fingern. Eher weil sie es mag, als wegen eines Einfalls. Wir sollten ein Foto mit uns dreien machen. Wir haben noch kein Schülerratsfoto gemacht. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit. Aber wenn ich mir dieses Bild in einem Jahr nochmal ansehen muss, will ich nicht, dass wir auf mich zurückblicken. Hm? Was soll das heißen, Chichan? Ja, das frage ich mich gerade auch. Bilder sollen den Moment einfangen, oder nicht? Ohne Zweifel. Sie sind keine Porträts. Nur herumzustehen wäre zu steif. Es würde nicht einmal einfangen, wie ich mich fühle. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen werden. Darum ist das kein Anlass für ein ernsteres Foto. Es sollte eine Art Bis-später-Foto sein. Nichts Großes. Es sollte etwas Fröhlicheres sein. Auweia. So, hier, macht mit. Chizune posiert wie ein Musketier. So schnell, dass ich mir nicht sicher bin, dass auch sie selbst weiß, wie albern es ist. Müssen wir wirklich so eine kitschige Pose machen? Mir fällt keine bessere Pose ein. Misha, such Yuko. Ich mag die Pose auch nicht, aber irgendwie hat sie was. Das ergibt nicht mal Sinn. Musketier. Musketier. Meine Donate-Notification ist kaputt? Kann nicht sein. Warte mal. Das kann absolut nicht sein. Willst du etwa sagen, du hast mir Geld zukommen lassen? Ich glaube, ab 3 Euro wird es ausgedingst. Das ist der Mindestamount. Aber sei dir gewiss. Spenden werden nicht zurückerstattet. Danke für dein Geld. Sie ist bereits weg und kehrt dann mit Yuko im Schlepptau zurück. Der Blitz ist aus. Eine rote LED blinkt dreimal über Yukos Finger, nachdem sie den Knopf gedrückt hat. Chizune wirft uns beiden einen Blick zu, um sicherzustellen, dass das Timing passt. Synchronisiert die Ohren. Synchronisiert die Ohren, Leute! Wir springen! Ich wette, es ist ausgezeichnet geworden. Okay. Lasst uns jetzt noch eins mit Yuko machen. Nein, bitte. Das ist nicht nötig. Von diesem Foto will ich auch eine Kopie. Wahrscheinlich sterbe ich früher als ein Durchschnittsmensch. Mein Leben könnte jederzeit unerwartet erlöschen. Wenn das so ist, dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich will so viel wie möglich leben. Genauso will ich anderen Leuten wegen meiner Schöpfung und Taten lächeln sehen. Stellvertretend durch das Glück anderer zu leben, hört sich doch gar nicht so schlecht an. Freude durch das Glück eines anderen Menschen zu finden, auch nicht. Das ist für mich der einfachste Weg, wie ich mein eigenes Leben ausfüllen und es einzigartig machen kann. Vielleicht ist dies der Sinn, den Chizune für sich selbst gefunden hat, auch wenn es nur eine Theorie von mir ist. Menschen sind in ihrem Leben oft allein und ohne Orientierung. Aber sie können in glücklichen Momenten Zuflucht finden. Sie können das Leben anderer Menschen bereichern, wie ein Halt an einer Zugstrecke, und dann werden sie zu einer Erinnerung auf deren Lebensfahrt. Diese individuellen Momente können dazu beitragen, dass man später auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann. Jeder Freund, jedes Fest, jedes fröhliche Treffen und jede fröhliche Trennung. Eines Tages will ich Chizune fragen können, ob ich recht habe. Ich will die Zeit, die ich habe, mit ihr verbringen. Und am Ende will ich, dass Chizune für sich selbst lächelt. Ich liebe dich! Ich halte inne und frage mich, ob sie mich ansehen wird. Verwirrt und fragend, warum ich das so plötzlich sage. Sie tut es nicht. Organisieren die irgendwelche Klassentreffen hier? Natürlich tun sie das. Ein Schülerratsmitglied sollte das wissen. Aber wir treffen uns vorher, okay? Wir alle drei. Richtig! Genau! Yuko, mach du auch die Pose. Danach können wir Tee trinken gehen. Chizune lacht, als gäbe es keine Sorgen auf. Oh mein Gott!
Haha, meine Phrase. Vielen Dank für die 5 Euro, lieber Tortik, und die 1 Euro und nochmal die 1 Euro. Vielen Dank für die 7 Euro, lieber Tortik. Dankeschön. Damit bist du der erste und der beste Spender auf meinem Kanal. Ja, ne? Okay. So. Shizune lacht, als gäbe es keine Sorgen auf dieser Welt. Und Mishas Lachen vereint sich so spielend mit ihrem, als wäre es ihr eigenes. Wir werden uns wiedersehen. Damit haben wir ein Good Ending bei der Shizune Arc erreicht. Als nächstes kommt die Emi Arc. Das heißt, es gibt Analsex. Und dann... Oh, Bucky. Das denke ich nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Junge, danke nochmal für die 5 Euro. Dankeschön, danke, danke. Auch ein Herzchen von mir.